Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 390. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Basti. Gute und Grüße, meine Freunde. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Herr Marvin. Gute. So, wir wollen mal wieder ein bisschen über Fußball und die Eintracht reden. Und Marvin hat schon heute im Laufe des Tages angekündigt, er hat irgendwie eine ganz großartige Idee und wird uns mit irgendwas überraschen. Also ich bin jetzt schon total overhyped. Das ist auch ganz ehrlich etwas, was mich gerade eben echt so ein bisschen begeistert, weil ich merke einfach in den letzten Wochen, mir geht's von Woche zu Woche irgendwie mehr auf den Keks. Ihr hattet ja bei 93 auch schon drüber gesprochen, Basti, wo Axel sagte von wegen, er fühlt sich irgendwie immer mehr, wie hat er das genannt? Dass es ihm egal ist, das merke ich tatsächlich auch. Also so dieses von wegen, ich bin so in diesem Loch da drin, es wird für mich echt von Tag zu Tag irgendwie schwieriger, da wieder rauszukommen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also es ist tatsächlich die Situation, umso mehr Zeit vergeht, wo nichts passiert wirklich ist, wo wirklich Unsicherheit weiter da ist. Es geht mir auch so. Ich habe so Ups und Downs Phasen irgendwie. Ich habe so Tage, so Montag Fußball 2000 und 93 und so. Das fühlt sich an wie ein normaler Tag. Aber dann wachst du wieder dienstags morgens auf und alles wieder so, ja. Also es ist, ich weiß, ich finde es weiterhin schwer zu greifen und im Endeffekt ist man jetzt so ein bisschen auf Autopilot, finde ich fast so. Ja, gut, das ist ein guter Punkt, Basti, weil ich muss wirklich sagen, ich finde, die Zeit vergeht wie im Flug auch trotzdem. Es ist so, es ist ständig wieder, oh, was ist schon wieder Dienstag? Was ist schon wieder Dienstag? Was ist schon wieder Dienstag? Also ich finde dadurch, dass der Plan einfach, man macht irgendwie immer, also zumindest bei mir so, ich mache jeden Tag eigentlich das Gleiche. Es ist, ich kann überhaupt nicht mehr sagen, welcher Wochentag ist und im Endeffekt, wow, okay, ich habe die Woche eigentlich nichts Spannendes erlebt, in Anführungszeichen, und es ist einfach jetzt schon wieder, sind halt so die Highlights, die man so ein bisschen rausnehmen kann. Du hast ja gerade schon gesagt, wenn wir auch hier mal zusammen aufnehmen etc., ja. Aber das ist schon echt krass, also es sind da wirklich nur noch so ein paar Ankerpunkte und ansonsten ist eigentlich jeder Tag wieder andere, jede Woche wieder andere und zum Glück haben wir gutes Wetter, da muss man ja wirklich sagen, im Moment kann man zumindest ein bisschen auch mal, ja, was weiß ich, raus auf den Balkon gehen oder im Garten was machen, wie auch immer, was für Möglichkeiten man da auch immer hat. Aber das ist schon krass. Also ich finde, die Zeit vergeht dafür dann zumindest relativ eintönig, aber auch nicht so langsam zum Glück. Ich habe gedacht, es würde sich mehr ziehen. Auf der einen Seite finde ich das mit dem Wetter halt auch echt gut, weil das könnte ich halt echt nicht ertragen, wenn jetzt noch irgendwie hier so Shitwetter wäre und du müsstest auch noch wirklich den ganzen Tag irgendwie in der Bude drinnen sitzen. Aber auf der anderen Seite stelle ich halt auch wieder fest, das merke ich bei mir, dass der Drang rauszugehen damit größer wird und ich stelle das auch bei anderen Leuten fest. Am Wochenende war hier wieder Wandervolk ohne Ende unterwegs, unter anderem auch irgendwie klar. Gruppen mit irgendwie 9, 10 Kindern so im Alter zwischen 9 und 12, wo ich auch sage, das können nicht alle eure sein. Zumindest nicht auf natürlichem Wege. Okay. Alle geleast. Ja, das könnte auch sein, ja. Wie der eine Spanier, der sich irgendwie so einen Stoffhund an die Leine gepackt hat und dann irgendwie zu 5000 Euro verhaftet wurde. Auch eine sehr geile Idee, aber muss man schon sagen, war schon eine sehr gute Idee. Ja, gut, wenn du halt, ich meine, ich kann die Leute verstehen, wenn du halt irgendwo wenig Platz hast und dann halt wirklich auch mal wo was anderes sehen willst, aber ob das der ganzen Sache dann halt so zuträglich ist, ich weiß es halt auch nicht. Aber ich glaube, da muss man halt einfach eine Mitte finden. Also ich meine, klar, bei dem Wetter, natürlich wollen Leute raus, die können ja nicht die ganze Zeit eingesperrt sein. Wenn die es zu zweit machen, ey, dann läuft halt doch trotzdem der Lachs. Ne? Ich meine, das ist halt, natürlich muss man Abstand halten und so, das ist ganz klar, aber man muss auch sehen, dass man irgendwie noch einigermaßen klarkommt, weil diese psychologische Belastung darf man einfach nicht unterschätzen. Und wenn du dann halt einfach rausgehst und nimmst halt ganz ehrlich, also ich spreche davon eine herausgehobene Position, weil ich habe halt noch keine Kinder. René, du weißt ja, wie das ist, und wenn du ein Kind hast und da will es auch bespaßt werden, da bist du auch irgendwann mit deinem Latein am Ende und dann ist es, glaube ich, ganz cool, wenn du halt die Möglichkeit hast und mit dem überhaupt mal rausgehst, mal irgendwas anderes siehst und so. Ne? Es ist halt einfach nicht schwierig. Also ich muss sagen, die geilste Anschaffung in der letzten Woche war das Trampolin für in den Garten. Seitdem will der Sohn quasi da drauf übernachten. Und kann sich halt auch problemlos 7 Stunden am Stück darauf beschäftigen. Ist überhaupt kein Problem.
Der Rabenvater hat aber die Wirkung der Sonne halt total überschätzt oder unterschätzt, und das Kind kam dann nach 7 Stunden auf dem Trampolin erstmal schön mit Sonnenbrand wieder rein. Großartig. Ja, passiert. Die Details. Ja, hat ihn aber nicht davon abgehalten, am nächsten Tag wieder rauszuholen. Von daher läuft. Alles richtig gemacht. Ja, läuft. Aber an sich, ich muss echt sagen, es gab so ein paar Momente, wo ich dann letztens auch gedacht habe, Alter, jetzt reicht's aber. Und zwar, ich bin ja die ganze Zeit immer noch arbeiten gegangen und auch jetzt bin ich im Homeoffice so, aber die ganze Zeit arbeiten gegangen, und ich glaube, am Donnerstag war es halt so, ich glaube, es war am Donnerstag, dass ich um 13 Uhr hätte ich Dienst gehabt, und dann bekomme ich irgendwie um 13 Uhr oder kurz vorher, werde ich angerufen, hier Marvin, ne, du bist ja gerade auf dem Weg, bleib mal da, wo du bist, komm nicht hinterher. Und ich so, okay, was ist denn jetzt hier los? Ne? Und dann war es halt im Endeffekt so, dass es eine Vermutung gab, dass es einen Corona-Fall gibt. Ne? So innerhalb dieser großen Redaktion, weil wir sind ja eine große Redaktion. So, und die Person war nicht positiv, aber der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin war positiv. Ne? Und ich dann so, okay, naja, erstmal alles unproblematisch, ne, passiert überall, ist kein Drama, lieber Sicherheitsvorkehrungen, ne, es ist dann auch super. Mir wird dann gesagt, hier, Marvin, mach's doch lieber so, mach Homeoffice, ne, bin ich heimgefahren, alles kein Drama, so, ne. Dann gab's aber die Frage, na, wie war's denn, habt ihr die Person oder habt ihr Kontakt mit der Person gehabt, ne, weil es kann ja trotzdem sein, auch selbst wenn sie negativ ist, dass es irgendwo weitergibt, oder man weiß es, zu dem Zeitpunkt wusste man es ja auch noch nicht, ne, weil sie selber noch nicht getestet wurde, sondern nur, die Lebensabschnittsgefährtin. Ich will das hier anonymisiert, ja, so gut wie möglich halten. So, und dann war halt die Frage, ja, was machen wir denn jetzt mit euch, wenn das positiv von der Person war, müsst ihr dann auch zu Hause bleiben? Und theoretisch, ganz ja. Ganz kurz ist mir richtig die Düse gegangen. Ja. Und dann habe ich gedacht, und da war ich so ganz kurz, ich so, Alter, was wollt ihr denn jetzt? Ne? So nach dem Motto, Ja, wenn die Person jetzt positiv war, aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt hier zwei Wochen Quarantäne mache. Das könnt ihr aber schön sein lassen, so, ne? Ich war echt in diesem kurzen, bin gerade schönes Wetter mit dem Fahrrad gefahren, ne? Und da war ich so ganz kurz in diesem Moment und sag, Alter, 2 Wochen hier nur zu Hause sitzen, ich glaube, es hackt, ne? Zum Glück hat sich dann alles in Wohlgefallen aufgelöst und so weiter und so fort, ne? Aber da war ich ganz kurz, ne? Das ist genauso wie wenn ich, ja, da ging mir schon die Düse, und da war ich ganz kurz einen kleinen Moment echt panisch, wo ich gedacht habe, Alter, nee, jetzt hier irgendwie 2 Wochen hängen müssen und gar nicht mehr raus können und nicht mehr einkaufen gehen, also das ist echt schwierig. Also das war für mich, also obwohl es so ein ganz kleiner Moment war, aber da siehst du auch, wie das Gedankengerüst wackelig ist, ne? Ja, weil klar. Im Endeffekt sind wir dann schon immer wieder froh, wenn wir mal ein paar Minuten rausgehen, irgendwie, ja, keine Ahnung, seinem Lebensgefährten oder so mal rausgeht und so weiter und so fort, ist alles cool. Aber wenn du selbst das nicht mehr kannst, noch nicht mal einkaufen gehen kannst, dann wird's echt recht schnell düster, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das kann ich mir echt vorstellen, dass man dann da nochmal, wenn halt wirklich dann diese Thematiken halt auch näher kommt. Bislang war es ja schon noch so, dass man zwar schon mit Sinn und Verstand da drauf geguckt hat und gesagt hat, von wegen, ja, also da muss jetzt jeder seinen Beitrag leisten, aber es war halt schon immer noch irgendwie weiter weg. Also man hat zwar mal gehört von dem, der da einen kannte, der dann da irgendwie, aber es war halt noch nie so im direkten Umfeld. Aber ich merke halt auch, die Sachen kommen jetzt irgendwie näher, auch so im Kollegenkreis, wo dann die ersten, mit denen wir jetzt, die ich jetzt zwar auch schon seit 3 Wochen keinen Kontakt mehr hatte, weil bei uns in der Firma ja schon seit 3 Wochen die Ansage ist, ihr bleibt gefälligst mit dem Hintern daheim. Aber du merkst halt auch da, diese ganzen Sachen kommen näher. Und da wird es halt dann schon so der Moment, wo du denkst, okay. Pff, und das Ding ist, genau das ist, ich meine, wenn ich selber Corona habe, so kein Drama, logisch, muss ich dann zu Hause bleiben, so, ne? Aber wenn das dann sich nur um Verdachtsfälle handelt, die halt im Endeffekt noch nicht mal, von denen du ja selber nichts konntest, aber ja, wo du vielleicht ja irgendwie gemeinsam Kaffee getrunken hast oder so, beziehungsweise in der Nähe der Kaffeemaschine aufgehalten hast, da wurde es dann bei mir echt so, gedacht, okay, alles klar, kann ja fast gar nichts mehr machen, so, ne? Ja. Und das war so dieser kurze Moment, es hat, wie gesagt, alles aufgelöst, es war super gemanagt, aber es war dann schon so, ich dachte, okay, schwierig. Ja, naja. Schwieriges Feld. Versuchen wir uns mal ein bisschen abzulenken und sprechen wir mal ein bisschen mehr vielleicht über Fußball und den Sport, der uns ja so sehr fehlt. Es gibt ja jetzt mit Belgien die erste Liga, die tatsächlich jetzt die Konsequenzen gezogen hat und die Saison auch abgebrochen hat. Und ich meine es auch gelesen zu haben, dass von dem einen oder anderen Club in den Niederlanden jetzt auch gefordert wird, dasselbe quasi zu tun. Und das Ganze hat ja auch schon so ein bisschen Kritik geerntet, weil es ja eine nicht
nicht europäische Lösung ist, sondern quasi so ein Alleingang, den die Belgier da jetzt machen. Also so richtig einig scheint man sich da in diesen ganzen Fußballligen in Europa gerade nicht so werden zu wollen, oder? Ja, aber wie auch? Also das Ding ist ja tatsächlich, dass jede Liga vor ihren eigenen Problemen steht und dann musst du dich irgendwie noch übergeordnet auch noch mal einigen. Dann hast du ja tatsächlich, ich meine, wir haben sogar innerhalb von Deutschland verschiedene Regeln, du hast innerhalb von Europa verschiedene Grade auch, wie schlimm es ist. Das heißt, jedes Land muss sich da irgendwie, keine Ahnung, ich glaube in Italien zum Beispiel, wenn die dann irgendwie anfangen über Fußball zu reden, sagen die ganz ehrlich, Leute, lasst uns mal komplett in Ruhe, das ist uns komplett egal. Ja. Während wir hier noch, hoffe ich, dass es so bleibt, in der komfortablen Situation sind, zu denken, okay, vielleicht können wir im Mai schon wieder anfangen. Du kannst ja dieses ganze Chaos, was tatsächlich für jeden von uns, ich habe es gerade sehr, sehr gut beschrieben, für jeden von uns eins als Einzelperson, für uns als kleine Gruppe, immer größere Gruppe, als Land, als Europa problematisch ist, das kriegst du ja nicht zusammen. Also ich sehe da auch keine Lösung, dass du einheitliche Regeln findest, wie in ganz Europa das gewährleistet sein soll, dass sie alle das gleich zu Ende spielen, dass du eine einheitliche Struktur hast, wer ist dann irgendwie in irgendeiner Saison, die irgendwann folgt, im Europapokal und in der Champions League. Das wird brutal schwierig, weil ich tatsächlich schon, wir haben bei Fußball 2000 schon probiert, das irgendwie einzuordnen. Das ist ja schon innerhalb der Bundesliga schwierig. So. Ja. Und wenn du dann noch eine Stufe höher gehst, europaweit, da hört es bei mir tatsächlich schon auf. Das ist so, ja, also das ist mir dann schon zu hoch, dass ich da fast aussteigen muss, geistig auch, zu denken, ich habe keine Fantasie, wie das passieren soll. Deswegen, das, was du jetzt beschreibst, ist genau das Symptom davon. Die einen sagen halt, nee, es hat keinen Zweck mehr, was man ja auch nachvollziehen kann, während man auch nachvollziehen kann, dass die anderen so lange wie möglich abwarten wollen und immer diese Hoffnung aufrechterhalten wollen. Das heißt, diese ganzen Sachen, die jetzt passieren, sind nachvollziehbar, weil es halt tatsächlich eine Situation ist, wo es kein richtig und falsch gibt, sondern wo keiner was weiß einfach. Hm. Ja, es ist halt dieser guter Punkt. Ja, wer hat das? Ich wollte noch mal kurz auf das Thema belgische Liga. Jetzt muss man natürlich sagen, Brügge hat da natürlich auch schon 15 Punkte Vorsprung gehabt. Ne? Also war es relativ einfach zu sagen, ihr werdet Meister in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Also die Tabellenkalkulation zumindest oben Meister und Zweiter waren 15 Punkte Unterschied. Da kann ich noch irgendwie mit. Jetzt muss ich irgendwie auch sagen, okay, wäre wahrscheinlich eh nicht mehr eingeholt worden. Eine andere, wenn du dir dann auch schon anschaust, du hast ja vorhin schon gesagt, René, Holland oder Niederlande überlegt da auch drüber. Da ist natürlich, dass Ajax und Alkmaar punktgleich Erster und Zweiter sind und nur die Tordifferenz, das wäre natürlich dann schon irgendwie eine andere Situation. Und so geht es ja auch durch die Ligen durch. So ein klares Bild ergibt sich da ja nicht, dass du jetzt heute sagen kannst, wenn die Bayern jetzt 70 Punkte hätten und Dortmund wäre weit Zweiter da hinten, dann wäre das auch vielleicht so von der Konstellation her, dass du sagst, da sind klare Verhältnisse, dann könnte vielleicht noch eher jemand damit leben. Aber dadurch, dass du ja allein auch hier einen sportlichen Wettbewerb hast, der sehr, sehr eng und knapp ist und tatsächlich keine Tendenzen sich im Großen angedeutet haben, glaube ich, dass du mit so einem normalen Abbruch und dann wie in Belgien, dass du einfach gesagt hast, der aktuelle Tabellenstand ist jetzt als, das ist der Meister, das ist der Europa League Qualifizierte, der spielt in der Champions League nächstes Jahr, das hast du ja hier überhaupt nicht und auch in anderen Ligen, glaube ich, so deutlich nicht. Weiß man ganz kurz zu Belgien, Einwurf, weiß man da tatsächlich, ob sich da Vereine schon beschwert haben? Hat einer von euch was mitbekommen? Ich habe nichts mitbekommen. Ich hatte auch noch mal geguckt, hatte aber tatsächlich nichts gefunden. Also wie Dennis schon so richtig gesagt hat, also Brügge wird sich da mit Sicherheit dann jetzt nicht beschweren. Ja, aber gerade, aber es gibt auch Absteiger. Ich wollte gerade sagen, gerade so, wenn du guckst, irgendwie derjenige, der unten auf dem Relegationsplatz steht, ist zwei Punkte weg von dem rettenden Nicht-Relegationsplatz und du hast noch irgendwie acht oder neun Spieltage, haben die, glaube ich, auch noch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du da die zwei Punkte noch irgendwie rausholen könntest, die wären ja durchaus gegeben. Also ja, deswegen frage ich, ideal ist das ja nicht. Ja. Also ich weiß nicht, habt ihr das im Blick, weil im letzten Jahr gab es halt unterschiedliche Runden, ne? Also da gab es, das war ja dieses ganz schwierige Konzept. Ja, stimmt, ja, die haben ja nochmal diese Playoff-Runden, die dann da irgendwie gespielt werden. Du hast eine Meisterschaftsrunde, du hast Playoff-Gruppe A und B und so weiter und so fort, deswegen weiß ich gar nicht, ich meine, wenn jetzt gesagt wird, das war ja nur der erste Touch halt, ne? Also keine Ahnung, wenn die das jetzt so anders geregelt haben, auch schön, ne? Aber normalerweise gab es ja dann Relegationen. Guter Punkt, keine Ahnung. Ja.
Also ich wüsste jetzt nicht genau, wie das jetzt gehandhabt wird. Also ich bin da auch nicht näher drin. Aber ich kann mich erinnern halt, dass es damals dieses schwierige Konzept war und nicht einfach dieses Ligenkonzept. Ne? Also Liga hat angefangen und dann ging es halt in die Playoffs. Deswegen kein Peil. Also ich meine, ich finde schon, liebe Leute, wenn ihr uns zuhört und das besser wisst, weil ihr euch damit auseinandergesetzt habt, schreibt das mal rein oder so irgendwie bei uns bei Twitter. Aber mir ist jetzt gerade nicht bekannt. Also ich war nur, dass halt abgebrochen wurde. Ne? Das ist halt schon. Und halt, dass die UEFA halt echt sauer ist deswegen. Natürlich ist jetzt Brügge Meister, okay, für die ist jetzt cool, weil die jetzt wirklich, wie du gesagt hast, in der Gruppe jetzt führend waren in der Tabelle. Aber ich würde mir jetzt echt mal ganz gerne wissen, wie das jetzt auch mit den Absteigern ist. Steigen die jetzt ab? I don't know. Krass. Ja, eben deswegen. Also die werden sich ja dann beschweren. Aber gut, es im Endeffekt wissen die es wahrscheinlich auch nicht. Weil wir haben es ja auch schon probiert durchzugehen. Also Abbrüche sind tatsächlich auch unfair dann tatsächlich. Also, ja. Weil wie gesagt, Sachen dann nicht mehr stattfinden, das ist dann tatsächlich auch, du hast nicht gegen jeden gespielt und so weiter und so weiter, dann gab es ja diese dubiose Forderung von Nagelsmann, dann die Hinrunde zu machen. Das ist aber selbst, ja, aber selbst das ist ja nicht zu Ende gedacht, weil dann da kannst du auch die argumentieren, sagen, ja gut, dann habe ich aber in München, ich habe in Dortmund gespielt, also so Heim- und Auswärtsspiele sind ja dann auch nicht gerecht verteilt, also das zählt für mich gar nicht, deswegen glaube, das erklärt auch diesen Drang, genau diese Gedanken, die wir jetzt hier im Kleinen über Belgien haben, das erklärt diesen Drang, warum die unbedingt das zu Ende spielen wollen. Den kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Natürlich gibt es Diskussionen zu sagen, der Fußball nimmt sich zu wichtig, bla 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 bla. Dazu empfehle ich tatsächlich nochmal die aktuelle Folge Fußball 2000, weil da haben wir es probiert, irgendwie einzuordnen und da sind wir nämlich auch zu keiner Lösung gekommen. Weil es gibt für beide Seiten einfach Argumente. Man kann doch der Bundesliga nicht, komplett verbieten, Gedanken zu haben, zu sagen, wie kriegen wir das jetzt zu Ende aus den genannten Gründen. Also ja, was ich finde das völlig legitim, sich da Gedanken zu machen. Was mich an dieser Diskussion, die habe ich jetzt auch an mehreren Stellen verfolgt und so weiter und auch versucht mir so meine eigenen Gedanken dazu zu machen, was mir an dieser Stelle halt wirklich komplett zu kurz kommt, ist, oder was die falsche Wahrnehmung oder die unvollständige Wahrnehmung ist, glaube ich, das Richtigste an der Stelle ist, dass man halt auf die Bundesliga nur aus der sportlichen Perspektive drauf guckt und sagt von wegen, wie kann es denn sein, dass wir darüber reden, dass da Leute irgendwie Fußball spielen? Was man an der Stelle halt komplett vergisst, ist, dass halt dieses Konstrukt Bundesliga, zweite Liga, DFL ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ich habe mir extra nochmal hier den Wirtschaftsbericht aus der Saison 2018-2019 rausgesucht. Wir reden hier von einem Wirtschaftsbetrieb, der direkt betroffen 55.000 Beschäftigte hat, also da bist du schon nicht mehr bei Mittelstand, sondern da bist du bei einem Konzern von der Größe, wenn du jetzt noch die mit dazu rechnest, die da noch indirekt irgendwie betroffen sind und der in dem Jahr 17-18 1,2 Milliarden Euro an Steuern abgeführt hat, also da reden wir auch an etwas, was in dieses Wirtschaftssystem halt auch irgendwie wieder Geld reinbringt. Mal davon abgesehen, dass da vielleicht auch viel zu hohe Gehälter gezahlt werden, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist natürlich auch so ein Ding. Und was mich so ein bisschen dabei stört, ist, dass da jetzt viel drüber diskutiert wird, ob die Bundesliga wieder spielen darf. Aber wenn irgendwie die Fabrik mit ihren 55.000 Beschäftigten den Betrieb wieder aufnimmt, um irgendwie das wirtschaftliche Fortbestehen zu sichern, da wird dann nicht drüber diskutiert. Also ich finde diese Diskussion da halt auch so ein bisschen unvollständig an der Stelle. Aber das hängt aber ein bisschen damit zusammen, dass die Bundesliga oder Fußball generell viel mehr unter dem Brennglas ist, als die unbekannte Firma, die sonst nur die Leute kennen, die da arbeiten oder die halt aus der Wirtschaftsregion kommen. Ja. Das ist halt genau der Punkt. Das ist ja nicht so offensichtlich. Bei Fußball ist es halt offensichtlicher. Basti, was wolltest du sagen? Sorry. Nee, alles gut. Ich wollte im Endeffekt das Gleiche sagen, zu sagen, okay, das liegt halt an der Öffentlichkeit und weil man wahrscheinlich auch dann oberflächlich drüber diskutiert im Sinne von, dann denken die meisten wahrscheinlich an überbezahlte Spieler. So von wegen, ja, die können sich schon erlauben, wenn die mal nicht spielen, aber es ist es ist ja tatsächlich, es sind auch Zweitligaspieler, Drittligaspieler. Was René gesagt hat, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch ein riesiges Drumherum. Es gibt ganz, ganz viele Leute, liebe Grüße an uns, also an mich und Marvin zumindest, die tatsächlich auch beruflich damit zu tun haben. So, also es gibt Sportjournalisten, es gibt DAZN-Mitarbeiter, es gibt Sky-Mitarbeiter, es gibt Printmedien, es gibt Hörfunk, es gibt alles Mögliche. Ja, es gibt auch Wettenanbieter, das ist auch ein relevanter Punkt. Die sind auch davon betroffen, die Lieferanten für die Menschen, die für das Catering, was da irgendwie gemacht wird, Sicherheitskräfte, ich meine, welche Bundesländer haben gerechtfertigt, Polizei aufzustocken, damit dass sie bei irgendwelchen Fußballspielen am Wochenende Einsätze leisten müssen.
Ja, wobei das ja echt noch der erweiterte Stamm, also die Polizisten können auch für was anderes eingesetzt werden. Ich sag ja momentan sind ja auch Meinhof unterwegs. Also die, ja, ich sag ja nur, der Gesamtkosmos, den dieses System oder dieses Konstrukt DFL da irgendwie betrifft, der ist ja wesentlich größer als die 22 Mann, die da auf dem Feld unterwegs sind. Und das meine ich, und ich finde trotzdem, ich meine, wir haben das jetzt hier klar gemacht, nichtsdestotrotz muss man natürlich trotzdem sagen, dass das nicht das Wichtigste ist, aber ich finde trotzdem gut, dass wir das nochmal klar gemacht haben, im Sinne von was da alles dranhängt und dass es natürlich auch menschlich ist für alle, die in irgendeiner Weise unter Druck stehen. Und natürlich ist Christian Seifert ist doch jetzt nicht, weiß ich nicht, es stellt sich jetzt nicht so dar, wie Dietmar Hopp das zum Beispiel macht, zu sagen, ja, wir müssen jetzt an einer Gesamtlösung für die Welt arbeiten. Nein, er ist dafür zuständig und er muss gucken, wie man es macht. Und ich finde, er hat es gut gemacht, muss man auch mal sagen. Ich finde, der hat es gut gemacht. Auf jeden Fall. Der hat sich nie dahingesetzt und gesagt, Leute, wir müssen spielen. Und hat irgendwie, dass da irgendwie merkwürdige Praktiken ans Tageslicht gekommen sind, wo man sagt, ey, wir müssen uns jetzt alle durchinfizieren, damit wir es durchziehen können, bla bla bla. Nein, der hat gesagt, das ist aktuell unser Plan, nach dem Stand, den die Politik uns gibt und wir danach müssen wir uns richten. Er hat das immer gesagt und ich finde, das ist absolut legitim. Ja, klar. Zu denken, was ist mein Bereich und wie komme ich zurecht, weil das macht doch jeder von uns auch so. Ja. Jeder von uns denkt auch, okay, wie gehe ich mit der Situation um, wie kann ich den Schaden so gering wie möglich halten? Und wie René es richtig angemerkt hat, hat er natürlich auch Verantwortung. Für ein Dings, genau das Gleiche, weil stell dir vor, diese Stimmen würden laut werden, wenn ein Konzernchef sich über seinen Betrieb lustig Sorgen macht, der 55.000 Mitarbeiter hat und der vielleicht noch viele Subunternehmer um sich rum hat. Ja. Wenn der sagen würde, hoffentlich können wir bald wieder was machen, da würde niemand sagen, was ein Arschloch. Wie kann der das machen? Sondern es ist ja tatsächlich genau dieses Ding. Natürlich vergessen wir aber auch nicht, dass der Fußball ein System ist, wo die Leute sich auch ohne Corona sehr, sehr viel Geld in die Taschen gewirtschaftet haben. Aber ich finde tatsächlich, dass man es nicht aus Acht lassen sollte, zu denken, okay, weil, was wir ja auch noch sagen müssen, das bedeutet ja, diese weichen Faktoren vom Fußball sind ja tatsächlich auch noch da, zu denken. Es gibt auch Leute, die haben mit dem Fußball beruflich gar nichts zu tun, würden sich aber vielleicht zu Hause in Quarantäne freuen, wenn sie zumindest samstags eine Konferenz schauen können. Ja, also irgendwie, was war es, knapp ein Viertel der Deutschen gucken sich jedes Wochenende mehr oder weniger entweder im Stadion oder im Fernsehen Fußball an. Also überleg mal, für wie viele Menschen das einfach auch eine Ablenkung ist. Und wie du ja auch schon so richtig mal gesagt hast, du hast halt auch wieder was, über das du dich mit anderen Leuten, auch wenn du dich nicht triffst, aber halt auch wieder unterhalten kannst. Weil dir fehlt ja momentan auch so jegliches Mittel, um mal irgendwie so ein bisschen, auch wenn es über die Distanz ist, sozialen Kontakt aufzubauen. Weil welche Gespräche stimmt, willst du denn großartig führen? Da muss Dennis auch nicht immer jeden Tag das Gleiche machen. Ja, das ist tatsächlich ein typischer, das war das vorhin, was ich meinte, mit mal wieder ein Anker, den man hat, auf den man sich freuen kann. Und ja, bin ich voll bei euch. Ist natürlich eine schwierige Situation, weil eben, und das ist tatsächlich ein guter Punkt, Basti, den du da auch nochmal versucht hast rauszustreichen, dass den Leuten in den Kopf geht, dass es nicht hier darum geht, wir wollen Fußball im Freizeitbereich oder generell Fußball einfach jetzt wieder, damit Fußball gespielt ist, sondern einfach ein Profi-Produkt sozusagen wieder ins Laufen zu bringen mit einem riesen Rattenschwanz, der hinten dran hängt, der noch den positiven Effekt hat, dass sich Leute wieder auf was freuen können. Und ich finde eigentlich auch, dass es völlig legitim ist, wenn die Rahmenbedingungen passen, das zu machen. Und da muss auch jeder verstehen, dass er eventuell dann trotzdem nicht in seinem Hobbyclub wieder kicken gehen kann oder dass er eventuell irgendwo, was weiß ich, machen kann. Es ist einfach völlig abzutrennen. Und das muss einfach auch irgendwo in Verständnis in die Leute, ja, sozusagen den Leuten beigebracht werden. Und ihr habt von Seifert ja vorhin schon die verschiedenen Comments mal wiedergegeben. Fand ich auch sehr souverän bis jetzt. Muss mal gucken, wie er es weitermacht. Aber finde ich gut. Und ich kann auch damit leben, wenn im Endeffekt die Rahmenbedingungen stimmen. Und da sind wir uns ja alle einig. Mal abwarten, was am 19. passiert. Und dann werden wir auch sehen, wie schnell danach vielleicht auch irgendwas passieren könnte in Bezug auf Neustart oder andere Verfahren, um wieder Bundesliga zu gucken. Du hast ja jetzt sehr, sehr viele Punkte genannt. Also wir sollten vielleicht auch sowieso, wenn wir die Sachen ansprechen, vielleicht auch mal ein bisschen separierter ansprechen und auch vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Das ist vollkommen richtig. Gerne. Man muss auch sagen, dass es ein Unterschied ist, ob du jetzt ein Berufsfußballer bist und dass andere Leute können ihren Berufen nachgehen und so weiter und so fort. Und das ist halt ein Unterschied zum Hobbyfußballer. Aber genau sowas muss erklärt werden. Das heißt, wir leben ja alle gerade in schwierigen Zeiten, wo wir nicht genau wissen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Also wir brauchen hier vielleicht eine gewisse Rechtssicherheit, eine Klarheit, und das muss auch
demonstriert werden, das muss auch klargestellt werden. Und das ist ganz wichtig, dass die Kommunikation auch in der Auslegung von gewissen Rechtssätzen aktuell gibt es ja große Unterschiede. Irritation, darf ich jetzt picknicken am Mainufer oder darf ich nicht mit zwei Leuten? Also auch da merken wir halt immer wieder, das muss halt klargestellt werden. Wir leben gerade in einer Zeit, in der vieles ungewiss ist und auch Regeln gemacht werden, wo wir uns nicht genau sicher werden. Und das muss halt klargestellt werden. Und dann kannst du das so machen natürlich. Und ich sage es nochmal, die Sache ist die, dass wir natürlich jetzt hier, wir sind auch in einer Fußballsendung, Eintracht-Podcast, da geht es natürlich um Fußball. Und klar nehmen wir diese Sichtweise ein, dass wir Teil dieses Konstruktes sind und sagen, okay, wir wollen uns natürlich auch damit befassen, dass es vielleicht irgendwann weitergeht. Das muss uns jetzt auch irgendwo, sagen wir mal, zugestanden sein. Wir sind aber auch nicht diejenigen, die es entscheiden. Und das müssen immer noch diejenigen entscheiden, die eine gewisse professionelle Einschätzung haben. Das heißt, das ist aber auch genau das, was ich denke, dass die DFL auch macht. Dass die schon wissen, dass es mit Virologen und mit Ärzten und mit dem Staat, da sollte sich so niemand die Gedanken machen, dass irgendwie die DFL sagt, es geht weiter, während die Bundesregierung sagt, es geht nicht weiter. Das ist Hand in Hand, das wird schon eng geklärt. Die werden schon gute Beziehungen haben. Da gibt es so viele Mitarbeiter, die sowohl da als auch da unterwegs sind und dementsprechend das schon klarziehen. Das heißt, wenn die DFL sagt, wir machen weiter, dann ist das auch von oben geklärt. Und dann gibt es auch eine Rechtssicherheit. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die DFL da auch schon ein Machtmotor und gleichzeitig auch ein finanzieller Motor ist, der natürlich auch ihre seine Ärzte bezahlen kann, Ärztin, die das halt so festlegen, wie es im sicherstmöglichen Rahmen ist. Ja, und ich denke, da können wir der DFL, glaube ich, auch bei vielen Dingen, wenn wir skeptisch sind, glaube ich, können wir da auch sagen, die werden da auch eine gute Arbeit machen, gehe ich mal von aus. Ja, das ist aber das Ding. Ich meine, das muss man ja auch klarstellen. Wir fordern ja hier keine Harakiri-Aktion. Also wir sind ja, glaube ich, auch die Letzten, die dann rumschreien würden, wenn das im Mai halt nicht klappt, weil es halt nicht geht. So. Also das ist ja genau das Ding. Wir entscheiden es nicht, wir sind noch weniger im Thema drin als die Leute, die da irgendwie tatsächlich eng mit den Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten müssen. Und wenn die sagen, das geht, dann muss man da vielleicht auch darauf vertrauen, zu sagen, okay, hier die Regeln gibt's, anhand dieser Regeln darf man das machen, dann ist das okay. Es ist ja niemand, der jetzt fordert, ey, weiß ich nicht, die DFL soll jetzt heimlich nachts Flutlicht anmachen und die Spiele schnell durchhacken und dann hoffen, dass die Polizei nicht kommt, sondern... Das dürfen ja keine Lawless-Aktionen sein. Das ist halt genau das Ding. Es muss abgeklärt sein und es muss Regularien geben, die müssen für alle verständlich gelöst werden. Und auch für alle, genau, du musst alle mitnehmen. Das heißt, du kannst nicht wie die UFC-Sachen machen, dass du dir jetzt ein Stück Land kaufst, wo du sagst, da schleppe ich meine Kämpfer jetzt hin und da veranstalte ich die ganze Zeit. So, das kann es nicht sein, so, ne? Also, es muss schon klar und auch kommuniziert werden. Da ist auch eine Marketingmaschine dahinter. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch, weil ich habe mir die letzten Tage nochmal Gedanken gemacht, nachdem wir mit Fußball 2000 darüber gesprochen haben. Ja, nein, wäre das eine Möglichkeit? Wir sind uns alle einig, dass es ja um Geisterspiele geht. Ja, also ich meine, das mit Fans, darüber brauchen wir jetzt überhaupt noch nicht nachdenken. Aber wenn ihr wollt, kann ich euch mal so, also ich habe mir mal so Gedanken gemacht, was ich mir so gedacht habe jetzt die nächsten letzten Tage. Ist okay? Jetzt kommt die große Marvin-Idee. Ich bin gespannt. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn es das Go gibt von den Ärzten, von den Virologen, die sagen, das ist machbar, wenn die Marketingmaßnahmen auch so ist, dass beispielsweise die DFL jetzt nicht nur für sich irgendwie Tests organisiert hat, sondern vielleicht auch für andere, dass irgendwie finanzielle Gegenleistung und so weiter und so fort. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das passt, also die ersten Schritte gemacht werden. Und uns ist allen klar, dass es hier um Geisterspiele geht. Jetzt müssen wir aber auch natürlich sagen, wir haben ein paar Geisterspiele kennengelernt und die sind für sich genommen eher so mäßig attraktiv. Deswegen habe ich mir gedacht, wir bräuchten, ich habe jetzt so, wie so bei der Bild-Zeitung, so plakativen Überschrift, so die Deutschland-Konferenz. Ja? Und das heißt, für die letzten verbleibenden Spiele würden wir die ersten drei Ligen aufteilen. Und zwar, wir haben eine Samstags, wir haben insgesamt vier Konferenzen. Wir haben einmal eine komplette Drittliga-Konferenz. Wo wir die hinschieben, darüber können wir sprechen. Wir haben eine Fünfer-Konferenz oder eine Sechser-Konferenz, erste Liga. Wir haben eine komplette Zweitliga-Konferenz und wir haben die vier Top-Spieler oder die drei Top-Spieler der ersten Liga. Das heißt, wir haben insgesamt vier unterschiedliche Timetable. Wir ziehen die dritte Liga mit rein und entweder sagen wir beispielsweise Samstag 15.30 Uhr, das sind fünf Spiele der ersten Liga. Wir haben dann abends vielleicht noch die Drittliga-Komplettkonferenz. Dann haben wir Sonntag um 15.30 Uhr die komplette Zweitliga-Konferenz und abends, am Sonntagabend,
als krönenden Abschluss noch die Topspielkonferenz mit den besten drei Bundesligaspielen. Also mit den Spielen, von denen man sich am meisten erwartet. So, weil die können dann noch untereinander stehen. Das wäre die Konferenzen, weil ich nicht glaube, dass Einzelspiele für großartig viele Leute interessant wären. Ja, die könnten für Einzelne interessant sein, aber so Topspiele durchaus. So, und dann haben wir hier ein Konstrukt, dass wir sagen, Samstag und Sonntag komplett Fußball. Denn, ganz ehrlich, wir können durch solche Konferenzen die Möglichkeiten schaffen, dass wir eventuell spielerische Schlechtigkeiten wie bei der dritten Liga echt gut ausgleichen, dadurch, dass Spannung erzeugt wird. Du bist die ganze Zeit irgendwo anders. Rote Karte, zack, blenden wir dahin. Tor, blenden wir dahin. Du generierst auf der anderen Seite auch endlich mal ein Interesse vielleicht für die dritte Liga. Und gleichzeitig ist es für uns als Viewer komplett flexibel handhabbar. Wenn wir zum Beispiel selbst die Erstligakonferenz sehen, dann haben wir immer noch 5 Spiele, das heißt immer noch genügend Bewegung und wir bekommen das nicht so mit, dass zum Beispiel die Stimmung weniger gut ist. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass wir umso bessere Moderatoren brauchen, die genauso wie im Radio eine Stimmung transportieren können. Im Radio haben wir es immer geschafft, dass, auch wenn wir es nicht gesehen haben, wir eine gewisse Stimmung mitbekommen haben, und da muss eigentlich die Qualität bei den Kommentierenden noch größer sein. Aber wenn wir das schaffen, dann haben wir 2 komplette Tage in der Woche, wo wir uns auf Fußball freuen, und du wirst selbst bei der dritten Liga nicht in Langeweile kommen, weil es so viel spannende Spiele gibt. Selbst wenn die Spiele an sich qualitativ nicht so hochwertig sind, hast du immer ein gewisses Moment. Und gleichzeitig würde ich dann auch noch versuchen, gewisse Anreize zu schaffen. Das heißt, es ist ganz klar, dass der ganze Bereich relativ steril ist. Relativ steril, das heißt, du hast keine Fans, wie nah kannst du gehen? Aber vielleicht lasse ich mal Momente zu, dass ich sage, okay, um dieses Konstrukt zumindest für ein paar Tage irgendwie interessant zu machen, das ist die restliche Spielzeit tatsächlich, gehen wir vielleicht in die Kabine. Wir schauen uns an, wie sind die Ansprachen? Das heißt, da gibt's ja, könnten wir Kameras aufbauen. Das heißt, du musst das Produkt verändern. Das Schlimmste, was die Bundesliga oder die DFL machen kann, dass sie sagt, okay, weißt du was, wir machen es genauso wie immer, aber wir zeigen euch die Spiele nur ohne Zuschauer. Du musst näher rangehen mit der Kamera. Du musst eigentlich ausblenden, dass es keine Fans gibt. Du musst eine andere Kameraführung machen. Aber genau wenn du das, deswegen müssen die sich jetzt auch Gedanken machen. Ich hoffe, dass sie genau solche Gedanken irgendwie transportieren. Aber wenn du das so versuchst zu verkaufen, dann können die letzten Wochen echt ein Erfolg werden. Und dann sagst du wirklich, du nicht total zerklüften. Du wirst, niemand will Mainz gegen Paderborn im Einzelspiel sehen. Deswegen alles in die Konferenz schieben, weil genau das sind die Konferenzen, die jucken jeden und die können immer jeden berühren. Und dann habe ich noch meine 3 Topspiele am Tag, die ich in eine Separatkonferenz, wo ich mehr Ausschnitte zeige, beziehungsweise auch mehr live, weil ich weiß, da ist eine größere spielerische Qualität. Aber ansonsten müsste ich ich muss voll auf Entertainment gehen und gleichzeitig müsste ich dann auch sagen, ich will diese Deutschlandkonferenz, so würde ich sie nennen, würde ich genauso verkaufen. Und das heißt, die würde ich, da muss die Telekom genauso mit Sky, müssen die irgendeinen Weg finden, wo fürs Telekom-Kunden, die sich zum Beispiel Drittliga gekauft haben, Sky verfügbar ist und vice versa. Und dann muss ich einen einheitlichen Preis finden, weil ich will ja weiterhin, dass nicht die Leute alle zusammenkommen und dass die Leute irgendwie doch irgendwo zusammengucken. Das heißt, ich muss den Preis anpassen und dafür muss ich ein Paket bis zur Saisonende. Das heißt, im Zweifel lass es 20 Euro, 30 Euro. Für 30 Euro bekommt ihr auf allen Devices, das heißt per Sky Go oder ihr wollt am Fernseher gucken und so weiter und so fort. Ich muss die Verfügbarkeit so randrängen, dass ich die Möglichkeit auch schaffe, dass die Leute sich nicht in Gruppen treffen. Und wenn ich dann auch aber überlege, oh, also für mich ist es ja so, ich gucke ja lieber in Gemeinschaft. Ah ja, dann was mache ich? Ich gehe den Weg. Ich gehe über Twitch. Das hört sich jetzt ziemlich abstrakt an, aber ihr merkt, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Das heißt, es gibt bei Twitch, wie die Leute, die Streamer werden es kennen, da gibt's eine Person, die streamt und alle sitzen im Raum und sehen das, was gestreamt wird und können auch via Mikro beispielsweise dabei sein und können alle diese Atmosphäre haben. Alle sind so dabei und sprechen miteinander. Also auch da gibt's technische Möglichkeiten, die man einfach nochmal angehen muss. Aber ganz wichtig ist, dass ich glaube, dass wenn wir uns darauf einigen, die Bundesliga fängt an, Fußball generell fängt wieder an, dass wir alle 3 Ligen zusammennehmen, ein gemeinschaftliches Produkt etablieren für den Rest der Saison und dann werden wir echt Bock haben, weil du bekommst dann plötzlich gar nicht mehr so mit, dass es in der Lernhalle stattfindet, in der Lernhalle sage ich schon, dass es in einem Lernstadion stattfindet, weil die Kamera näher angezogen wird und du nur noch die krassen Segmente ja mitbekommst, Elfmeter, Tor und so weiter und so fort, dann können wir uns zumindest bis Saisonende da rumhangeln und dann kann die Bundesliga immer noch mal neu bewerten, wie sie die nächste Saison angeht. Aber ich glaube, das kann ein Weg sein. Das ist meine Idee für eine Deutschlandkonferenz.
mit 3 Ligen und endlich hättest du es geschafft, die 3. Liga auch angemessen zu supporten. Die 2. Liga würde nicht auf dem stiefmütterlichen Platz um 13 Uhr stattfinden. Entweder alle 15.30 Uhr und die zweiten Slots 19 oder 20 Uhr beginnen. Und dann hättest du in 2 Tagen kompletten geballten Fußball. Und ich glaube, das würde viele Leute zufriedenstellen. Das ist mein Take. Ich fand's gut bis zu dem Zeitpunkt, wo du von Verfügbarkeit und Sky Go in einem Satz gesprochen hast. Da war ich raus. Damit muss man leben. Coole Idee auf jeden Fall, aber ich muss sagen, das Einzige, was mich daran in Anführungszeichen stört, ist, ich würde es mir als Zusatzprodukt wünschen, denn ich denke schon, dass es euch auch so geht, immer wenn wir Konferenz, also wenn, als ich noch kein Sky oder sonst irgendwie Premiere oder sowas selbst zu Hause zur Verfügung hatte, ich habe mich aufgeregt über die Schaltzeiten, in denen die Eintracht dann zum Beispiel gezeigt wird. Klar, ist kein so attraktiver Verein gewesen damals auch, spielerisch etc. Ich will aber die Spiele eigentlich vollständig sehen, um auch sagen zu können, aber, wie ist das gelaufen? Nicht. Aber Marvin, das ist ein ich finde, es ist ein Zusatzprodukt, um die breite Masse abzuholen. Aber du solltest trotzdem weiterhin auch die Verfügbarkeit haben, dass du die Spiele zumindest auch im, was weiß ich, du hast doch einen guten Punkt ja, gerade noch gebracht, kannst dass ja auch du machen, sagst, dass du das als Einzeloption oder irgendwas hast. Aber du kannst doch, halt auch, finde ich nicht. Die Teams laufen doch eh. Also ja, ich mein, aber du kannst doch eh übertragen. Ich finde den Punkt von Marvin ja richtig. Du kannst das Produkt, was wir sonst gerne konsumiert haben, nämlich die Spiele unserer Mannschaft mit Stimmung und allem drum und dran, kannst du nicht in der jetzigen Situation bringen, beziehungsweise mit der jetzigen Situation vergleichen, weil das Produkt, was wir eigentlich haben wollen, das gibt es de facto momentan nicht. Von daher finde ich den Ansatz gut, das zusammenzuziehen und mehr auf diesen Entertainment-Faktor zu gehen, ohne jetzt die Sportart an sich zu verändern, weil das kannst du halt nicht. Und du würdest auch aus meiner Sicht noch einen weiteren Punkt schaffen, wenn du das alles so ein bisschen zusammenziehst, ist nämlich, dass du auch diesen Wettbewerbsunterschied oder diese Wettbewerbsverzerrung da halt irgendwie rausnimmst, weil nicht ohne Grund sind ja zum Beispiel auch die letzten beiden Spieltage einer Saison alle zum gleichen Zeitpunkt, damit du eben auch da diese Wettbewerbsverzerrung nicht hast, dass irgendeiner dann sagt, der sonntags um 18 Uhr dran ist, nach dem Motto, ey ja, der Drops ist für mich sowieso schon gelutscht, ich muss jetzt hier nicht mehr irgendwie mit Mann und Maus irgendwie um den Sieg kämpfen, weil ich kann hier eh nichts mehr reißen. Du hast ja eh schon einen total verzerrten Wettbewerb und wenn du das dann auch noch irgendwie da reinbringst, dann kannst du es ja gleich ganz vergessen. Also dann ist ja der sportliche Wettkampf, den man eigentlich haben will, sowieso nicht gegeben. Also keine Angst, Dennis, die Puristen werden immer noch weiter, das ist ja kein Ausschluss. Aber es geht darum, dass du ein Produkt versuchen musst zu etablieren, was auf bestmöglichem Produktionsniveau ist, dass du den Stream immer noch weiter, wenn du prima. Nur die Eintracht gucken willst, guckst du nur die Eintracht, whatever. Aber das wird das Gros ja nicht wirklich jucken, weißt du, weil nein, das passt auf jeden Fall. Ich hatte das nur jetzt so verstanden, dass du im Endeffekt weg willst von diesen Einzelübertragungen generell nur noch hin zu der Konferenz. Ich denke, dass das die große breite Masse und das auch viel unterhaltsamer ist und so weiter. Ich denke aber trotzdem, dass genug Leute trotzdem einfach sagen, ich will einfach meinen Verein sehen, egal wie grottig und meinetwegen auch gegen Augsburg, was er ja vorhin, also so unattraktive Gegner, trotzdem willst du es schauen und da finde ich die Option, die zweite Option, die du auch gesagt hast, Marvin, mit du schaltest, im Endeffekt gibt es die Möglichkeit auch, dass du es gemeinschaftlich schauen kannst, indem du alle gleichzeitig denselben Stream verfolgst, ein bisschen dich unterhalten kannst, einfach als würdest du zusammen sitzen, aber jeder sitzt in seinem Zimmer, finde ich genauso interessant, aber natürlich finde ich super, wenn du das hinbekommst, dass du wieder Samstag und Sonntag dann zu richtigen Fußball Hochburgen machst und einfach ein interessantes Produkt da gestaltest über so ein Konferenzwesen und Deutschlandkonferenz, interessanter Ausdruck auf jeden Fall, finde ich witzig, finde ich echt cool und die Idee ist auch echt gut und dementsprechend, Marvin, gehe ich voll mit. Das Einzige, was mir nur wichtig ist, aber du hast es ja gerade schon gesagt, einfach, dass die Verfügbarkeit auch da ist, dass die Leute immer noch ihren Verein in voller Länge mit ihren mit den Kumpels einfach gucken können. Natürlich nicht gemeinschaftlich in einem Raum, aber irgendwie, weil das ist ja momentan zum Kotzen schwierig. Da hat der eine 5 Minuten Verzögerung, weil er Sky Go hat, der andere guckt es über Sky normal dann. Das würde ja eh auch wieder nicht funktionieren, dass alle gemeinschaftlich gucken, weil der eine hat schon das Tor gesehen, der andere weiß noch gar nicht, dass angepfiffen ist. Das muss einfach, auch daran muss gearbeitet werden. Ja, ne? Das ist für mich eine Stelle, das ist momentan untragbar. Einfach dann funktioniert es nicht, auch in der Entfernung gemeinschaftlich Fußball zu gucken. Deshalb das Konzept, beide zusammen, finde ich super, unterschreibe ich euch und hätte ich gerne dann ab spätestens 1. Maiwoche, bitte. Ja, ich finde tatsächlich, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, erstmal top zu Ende gedacht, das Modell tatsächlich, weil du hast verschiedene Faktoren einfach gut bedacht, im Sinne von,
du musst auf jeden Fall ganz, ganz viele Spiele zusammenballern auch. Wahrscheinlich ist das sogar auch einfacher, vielleicht an gewissen Stellen, das dann alles zu organisieren, wenn es alles gleich ist. Und das ist am Wochenende. Gleichzeitig hat es René auch richtig gesagt, die Bundesliga war schon mit Zuschauern teilweise schon so unattraktiv, dass du freitags Paderborn gegen Düsseldorf geguckt hast. Das interessiert keinen Menschen. Dafür musst du jetzt auch keinen Mehraufwand betreiben, dass das unbedingt Freitag stattfindet. Nee, das kann alles irgendwie in der Konferenz verschwinden. Dann hast du die Spiele gleichzeitig. Dann sind die, das ist sowieso tatsächlich das attraktiver, dass du vielleicht tatsächlich auch so hohe Einschaltquoten erzielst, dass vielleicht dann auch quasi das Produkt sich wieder trägt und die Ausfälle, die durch Ticketeinnahmen können, dann vielleicht dadurch ausgeglichen werden. Aber was mir am meisten im Kopf geblieben ist, tatsächlich das mit Twitch. Weil das ist nämlich genau der wichtigste Punkt. Weil du musst nämlich tatsächlich, wenn du es machst, auch verhindern, dass die Leute sich treffen. Weil ganz ehrlich, und da bin ich wirklich ehrlich, den Drang hätte ich sofort. Ja. Ich hätte sofort den Drang zu sagen, boah, Mann, so komm her. Wir rufen noch hier Lossi an und was Dominik, Julian, Chris, alle möglichen, kommt alle her, Stefan. Und dann hocken wir uns zu zehnt bei mir in die Bude und schauen uns das an. Diesen Drang hätten wir auf jeden Fall. Ja, klar. Und wenn wir da dieses Methadon zumindest bekommen würden, zu sagen, okay, auch wichtiger Nebenpunkt zu sagen, du siehst die leeren Ränge nicht, sondern du siehst dieses Feld quasi. Klar wird es nicht zu vermeiden sein an gewissen Stellen, aber zumindest, dass man das ändert. Wie du das auch auf der PlayStation ändern kannst, Vogelperspektive, Livecam, bla bla. Das kannst du ja auch machen. Und dass du tatsächlich halt dieses Methadon anbietest, zu sagen, okay, du kannst mit deinen Jungs gucken. Und wir haben uns ja mittlerweile alle schon an die Skype-Konferenzen gewöhnt. Liebe Grüße an unsere Schocker-Gruppe, die das per Skype gemacht hat. Wenn du da dann, und da bin ich bei Dennis auch, wenn wir da dann zusammen die Eintracht schauen können und haben irgendwie eine Leiste oben, wo wir alle sind und uns dann gegenseitig sehen, wie wir durch unser Zimmer springen, weil die Eintracht 1-0 macht. Ja. Geil. Das wär geil. Also das wäre natürlich geil und das wäre eine Ablenkung, die einem Freude bereiten würde und die einem tatsächlich... Ich glaube tatsächlich, dass Marvin durch diese Idee hat Marvin von 7 Tagen zumindest 3-4 gerettet. Weil du dich zumindest ablenken kannst. Und darum geht es ja tatsächlich. Jeder fängt da jetzt plötzlich an irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, ganz Deutschland macht Yoga und ernährt sich gesund und macht draußen irgendwelche Übungen. Ich kriege davon bei mir leider noch nichts mit. Ich auch nicht. Aber du hast da tatsächlich dann da wieder einfach Ablenkung geschaffen. Und diese Ablenkung, nochmal, wir wollen nicht, dass der Fußball durchgeprügelt wird und dass dann irgendwie Tests an manchen Stellen fehlen. Auf gar keinen Alles, was wir hier besprechen, ist immer unter der Voraussetzung, dass es machbar ist. Ja. Und dass es sozial machbar ist und dass das zu rechtfertigen ist. Und wenn das so ist, dann würde es tatsächlich den Leuten helfen, weil im Endeffekt, über was reden wir denn die ganze Zeit? Über was redet René? Über was hat Axel geredet? Über was haben Marvin und ich geredet? Über was redet Dennis? Es geht darum, die Zeit rumzukriegen, bis wieder irgendwann, und das ist ja das Ziel, was wir alle im Kopf haben, wieder alles normal ist. Und wenn du dann irgendwelche Faktoren findest, die zumindest einen großen Teil der Leute irgendwie dabei hilft, zu denken, okay, jetzt stehen mir 3 Tage bevor, ich sitze jetzt nicht depressiv in der Wohnung, sondern ich habe zumindest ein bisschen was vor, was mich irgendwie emotional berührt, und das tut der Fußball mit manchen Leuten, dann finde ich das tatsächlich eine Lösung, die ideal ist, sozusagen, okay, wenn das machbar ist, dann muss das so gemacht werden, weil dann ist in dem Bereich schon wieder Normalität und man hofft ja tatsächlich, dass es dann an verschiedenen Bereichen langsam so ist. Da muss man die Entwicklung natürlich abwarten, aber Marvin hat es ja auch schon gesagt, wir sind hier ein Eintracht-Podcast, wir sind ein Fußball-Podcast, deswegen probieren wir uns in die Szenarien reinzuversetzen. Und ich finde es ein geiles. Ich hätte richtig Bock da drauf, meinen Computer anzumachen, dann gucke ich mir das Spiel an und sehe eure Fratzen da oben und dann trinken wir einen zusammen so. Also. Und das ist ja, gut, ja, das ist ja tatsächlich umsetzbar. Ich rede ja nicht über komplette ungemachte Ideen. Science-Fiction. Nee, Twitch gibt die einfachste Möglichkeit. Also ich meine, und dann muss ich halt für die Zeit vielleicht mehr Server oder so auch für Twitch zur Verfügung stellen. Keine Ahnung. Die technischen Komponenten müsste dann theoretisch vielleicht auch die Telekom ins Boot springen und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, dass Und auch würde, die Rechte, Marvin, oder? Ganz kurz. Ja, klar. Das habe ich ja vorhin angedeutet. Du musst sowohl die Telekom als auch Sky müssen eine Lösung für sich finden, dass sie sagen, sie arbeiten für das. Es geht um das Ende der Saison. Ich muss eine Sonderlösung finden, dass ich sage, bis Saisonende bekommen alle Sky-Leute die Telekom, die dritte Liga beispielsweise dazu, weil wir eingeschlossenes Paket anbieten und vice versa. Ja, das lasst 20 Euro und keine Ahnung, vielleicht ist im Kicker ein 5-Euro-Coupon für die Deutschlandkonferenz oder so und dann musst du halt 5 Euro weniger zahlen oder sowas. Und damit hast du gleichzeitig noch das schreibende Publikum noch abgeholt und so weiter und so fort. Aber mit Twitch ist das möglich, weil es ist ganz
ganz easy. Das machen wir im kleinen Rahmen auch, dass wir uns bei Twitch treffen. Einer streamt sein Spiel, was er auf seinem Rechner hat, und wir alle können zuschauen und alle können auch kommunizieren real-time. Ja. Weil genau das, was ihr sagt, es ist natürlich scheiße, wenn einer 5 Sekunden eine Verzögerung hat. Aber es muss für Gruppen möglich sein, und du müsstest dann solche Einzellizenzen anbieten. Das heißt, diese Lizenz, auch 30 Euro, keine Ahnung, müssen wir uns über was überlegen, aber dann können wir immer dieses Spiel gucken, können uns immer in der Zehnergruppe treffen und können sagen, alles klar, wir gucken das, und dann ist uns die Eintracht-Spiel vorbei. Natürlich gibt's die Eintracht-Spiele separat, genauso wie jedes andere Spiel separat, aber abends, aber wenn wir um 15 Uhr die Eintracht im Einzelspiel gesehen haben, freuen wir uns trotzdem auf die Samstagabendskonferenz. Und die gucken wir dann wieder in der Konferenz, gucken die trotzdem zu 10 und babbeln und trinken Bierchen. Und dann haben wir zumindest für diese Zeit relativ problemlos mehrere Dinge abgedeckt. Du hast ein bisschen Unterhaltung, du hast Spannung, du versuchst das Produkt dementsprechend zu verändern, dass du es attraktiv machst, weil Fußball an sich ohne Zuschauer in den normalen Rahmenbedingungen, wenn du die ganze Zeit leere Ränge siehst, ist nicht so attraktiv, aber du kannst es attraktiver machen. Du musst aber technische Voraussetzungen, du musst smart sein und du musst Dinge anders denken. Und wenn wir genau das machen, glaube ich, kann das bis Saisonende, und dann wird neu überlegt, kann das extrem spannend wirken, und du könntest auf der einen Seite mehrere Leute befriedigen, indem die Spaß haben, weil nur weil mir jetzt einigermaßen gut geht, heißt ja nicht, dass andere Leute nicht am Wochenende den Kopf auf die Decke auf den Kopf fällt, ja, weil die nicht hinwissen mit den Kindern und so weiter und so fort oder sonst irgendwas oder die hippelig sind und so weiter. Und darüber müssen wir nachdenken. Und ich glaube, wir haben als Nation, glaube ich auch als technologisch durchaus fortschrittliche Nation, durchaus die Möglichkeit, das zu machen. Aber ja, da muss jeder zusammenwirken. Ja, und ich finde auch, Sky wird ja auch nicht auf Biegen und Brechen auf seine Lizenzthematik da irgendwie bestehen können, weil am Ende müssen die sich ja auch irgendwie refinanzieren, und refinanzieren tun die sich damit, dass sie A, die Beiträge von den Zuschauern haben, aber zum Großteil finanzieren die sich ja über die Werbung, und wenn den Rotz am Ende halt auch keiner guckt, weil es halt total uninteressant ist, dann kriegst du halt auch deine Werbeeinnahmen nicht, und dann hast du halt auch wieder ein Problem. Also die müssen ja auch irgendwie das Interesse haben, dass das Produkt, was bei Sky angeboten wird, was zu sehen ist, für das die echt einen Arsch voll Geld bezahlt haben, dass das auch irgendwo gesehen wird, sonst ist diese Refinanzierungsstrategie von denen halt auch total kaputt. Und wenn wir von Unternehmen sprechen, die irgendwie auf Kante genäht sind, was finanzielle Ressourcen angeht, da ist Sky mal auch ganz vorne mit dabei. Und es ist ja auch so, es kann auch eine Marketingmaßnahme sein. Ja, natürlich, du hast ja vollkommen recht. Aber stell dir mal vor, du kannst es doch mega geil verkaufen. Ja, klar. Wir arbeiten in Krisenzeiten, arbeiten wir alle zusammen. Sky, Telekom, die DFL, erste bis zur dritten Liga, Samstag und Sonntag, Fußball komplett. Wir machen alles verfügbar. Ihr könnt überall schauen für einen Festpreis. Du hast so viele Leute abgeholt. Die sind ganz anders emotionalisiert. Du hast ein viel positiveres Image dann, weil Sky dann plötzlich sich nicht dahinstellt und sagt, wir machen nichts. Und ganz ehrlich, die Telekom kann auch froh sein, weil ganz ehrlich, die dritte Liga steht momentan davor, sollen wir den ganzen Scheiß jetzt absagen oder sollen wir es noch irgendwie durchziehen? Wenn du aber so prominent das platzierst, dass du sagst, die dritte Liga kommt endlich in den Fokus für den Rest der Saison. Ja, weil das ist ja einer der 4 Spots. Das freut die alle auch, weil die sind noch mehr als alle anderen auch auf das TV-Geld angewiesen. Und vielleicht könnte man dahingehend sogar überlegen, dass man Share der Bundesliga oder der Zweitliga oder zumindest der Bundesliga auch den Drittligisten, die auch eine schwierige finanzielle Zeit haben, abgibt. Aber gleichzeitig findet der Betrieb dann komplett statt. Ja. Das heißt, ich sorge auch dafür, dass es in der nächsten Saison weniger Schwierigkeiten gibt, weil alle drei Ligen stattgefunden haben. Also das heißt, es ist ja auch mitdenkenswert, genau so zu planen. Ja. Ich glaube, das kann funktionieren, und ich denke, es wäre ein Megasignal. Aber das ist halt, ich glaube, es kann halt auch einen nachhaltigen Effekt haben. Das ist ja eine schöne Sache, gerade für die dritte Liga. Und ich denke, auch Sky würde sich nicht wehtun, wenn, du hast vorhin einen ganz wichtigen Punkt gesagt, natürlich haben die Angst, dass sie ihre Geschäftsmodelle damit kaputt machen. Deshalb, denke ich, zögern die da, haben keine Lust. Aber du kannst es ja begrenzen, einfach sagen, die Saison ist es was ganz Besonderes. Wir schalten das frei mit Einzellizenzen und so weiter. Und wenn sie merken, wir können viel mehr Geld machen, wenn wir wieder unseren alten Stiefel machen, dann läuft es halt ab nächster Saison wieder genauso wie immer der ganze Scheiß, muss man ja wirklich so sagen. Dann ist es halt so. Du hast aber mal was Innovatives gemacht, hast dadurch auch ein gutes Image nach draußen gebracht. Die Leute sollen einfach jetzt mal ein bisschen reagieren, ein bisschen innovativ sein. Und ich denke, da gibt es eigentlich nur Gewinner. Und du hast richtig gesagt, Marvin, gerade für die dritte Liga ist es erstens wichtig und zweitens,
ja, vielleicht ja, gewinnt dann auch der ein oder andere Interesse, hat Interesse dran und schaut es dadurch öfter. Dadurch werden die Fernsehgelder ein bisschen höher. Also ich glaube, da können viele Leute gewinnen. Marvin, eine schöne Idee auf jeden Fall. Ja. Und bevor euch zu viel Hoffnung macht bei Sky, ihr braucht nicht bei mir anrufen. Ich verlängere mein Abo und nicht geht weg. Naja. Ich finde es eine schöne Idee und wenn sich die Damen und Herren von DFL und Co. nur halb so viel Gedanken machen wie Marvin, dann kann da schon was Gutes draus werden. Und wenn ihr das volle Paket wollt, im Impressum stehen Kontaktdaten, dann meldet ihr euch, dann verkaufen wir euch das Konzept von Marvin für kleines Handgeld. Ja, ich nur mal ganz kurz, die Sache ist ja die, wenn du dir überlegst, du könntest tatsächlich, du musst auch immer groß denken. Und ich glaube, die DFL will auch nicht immer so klein dastehen und die wollen auch innovativ sein. Und du hast die Möglichkeit mit so einem Ding, natürlich geht's uns gerade im Vergleich, im europäischen Vergleich ein bisschen besser. Trotzdem müssen wir immer aufpassen. Aber die DFL, wenn sie die Möglichkeiten hat und wirklich darüber nachdenkt, den Betrieb eh wieder zu starten, dann wärst du sofort im ganzen europäischen Bereich führend, wenn dir da Fonds immer irgendwie die Premier League oder so einen vorgemacht haben, wenn du so ein Konzept mal durchdenkst und mal startest und mal unkonventionell denkst und gleichzeitig auch so viele Leute wie möglich ins Boot holst, glaube ich, kann das ein riesiger Gewinn sein und das könnte dein Produkt nachhaltig positiv verändern, wenn du gleichzeitig die soziale Komponente nicht außen vor lässt und gesellschaftlich auch denkst, könnte das auch für alle Bürger in Deutschland und Bürgerinnen vielleicht sogar ein Vorteil sein. Du kannst ja auch in der jetzigen Situation nichts kaputt machen, weil dein bisheriges Geschäftsmodell funktioniert ja so oder so nicht. Also von daher. Ja, stimmt. Danke für den Input, stimmt. Ja, eine bessere Option, als jetzt mal was auszuprobieren, um im Nachhinein festzustellen, okay, war halt nichts, aber wir haben es zumindest mal irgendwie probiert. Besser geht's eigentlich gerade, zumindest für diese Situation nicht. Ja. Also ich kaufe es auch. Ich habe da Bock drauf auf jeden Fall, das gerade bei Twitch das mit allen zu schauen. Das würde mir auf jeden Fall. Ja, im Moment sind wir tatsächlich auch leichter zufriedenzustellen, muss man ja sagen. Also hätte der Marvin das Konzept einfach mal so vorgestellt, hätte ich gesagt, lass mich ruhig ins Stadion. Also ja klar, aber ja klar, ja, dann bräuchte das. Du hast ja wenig Alternativen und von daher musst du jetzt halt einfach auch damit irgendwas um die Ecke kommen und wie Marvin schon gesagt hat, du musst ja auch diesen Drang oder den, was du ja auch gesagt hast, Basti, du musst ja bei den Leuten diesen Drang, der ja, Achtung, unwillkürlich entsteht, sich irgendwie in diese gewohnte Umgebung, weil wir alle Normalität haben wollen, wieder zurückzugehen, irgendwie in die Kneipe mit Leuten zu treffen oder dann doch irgendwie im schlimmsten Falle sogar noch mit Hunderten von Menschen sich in dem Bereich des Stadions aufzuhalten, dem musst du ja irgendwie entgegenwirken. Und das kriegst du halt nur damit hin, indem du halt dieses komplette Konstrukt irgendwie oder dieses Modell, wie du es zu den Leuten bringst, halt überdenkst. Ansonsten wirst du es nicht hinkriegen. Ey, ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil der Mai kommt ja immer näher. Ich bin gespannt, ob das dann überhaupt stattfindet und ob wir in zwei Wochen, drei Wochen uns hier treffen und denken, ach du liebe Zeit. Ich bin erst im August wieder. Mit dem Spiel, wie gesagt, habe ich jetzt sowieso allen Optimismus vorausgesetzt in Sachen Geisterspiel. Bin vorsichtig optimistisch, dass wir Ende April eine andere Lösung finden, dass wir uns zumindest in kleinen Gruppen, in 5 Leuten oder so wieder treffen können. Es ist alles nur, es ist ein bisschen mein Gefühl, das, was ich so querlese. Wir schauen mal, wenn Ostern vorbei ist und dann gucken wir weiter. Aber dann wird die DFL auch schon die ein oder andere fixe Lösung haben. Davon. So machen wir es. Dann lass uns auch noch mal kurz auf die Eintracht gucken. Da hat sich ja auch noch ein bisschen was getan. Unter anderem hat die Eintracht das Mannschaftstraining, falls man es denn so nennen will, wieder aufgenommen. Mannschaftstraining heißt, sie trainieren in Zweiergruppen, weil das ist ja Vorgabe. Man soll sich irgendwie mit maximal einer Person treffen, wobei die Eintracht das, glaube ich, auch so ein Stück weit in dem Punkt aufgeweicht hat, dass zumindest da ja dann auch noch so Trainerteam mit dabei ist, aber die eigentlichen Trainingsgruppen sind so 2, maximal 3 Leute. Also versuchen das Ganze jetzt so auf kleinerer Flamme irgendwie wieder anzufangen, womit wir ja auch, und den Punkt hatten wir ja eingangs auch schon, auch total unterschiedlich sind, was so Vorgaben oder Vorgehensweisen, wie andere Vereine damit umgehen haben, weil du ja da auch innerhalb von Deutschland so eine komplette Zersplitterung der Vorgaben hast. Ich glaube, Basti hatte das vorhin mal in einem Satz erwähnt. Das ist natürlich dann jetzt auch nochmal irgendwie schwierig. Und Hütter hat sich ja auch relativ positiv geäußert, dass er gesagt hat, okay, formtechnisch haben wir jetzt keine Defizite, die Spieler sind alle soweit fit. Es ist natürlich immer noch so dieses Defizit mit Mannschaftstraining, Wettbewerbs,
also wettbewerbsfit irgendwie zu sein. Und da fand ich das auch in dem kurzen Interview oder in dem kurzen Statement, was ich auf der Eintracht-Seite gelesen habe, dass er sagt so, okay, wir kriegen mit so 10, 14 Tagen kriegen wir wieder so eine Wettbewerbsform hin, aber nur, wenn wir auch wieder vernünftiges Mannschaftstraining haben. Also das, da gibt es ja weiterhin dann auch noch die Einschränkung so ein bisschen. Ja, aber die noch eine Empfehlung, ich war ja am Heimspiel am Montag. Ja, ich habe es gesehen. Da wurde das ja auch besprochen. Da muss halt auch eine Regelung gefunden werden, dass das für alle gleich ist. So, dass es irgendwie nicht, dass da topfitte Mannschaften ankommen, weil die irgendwie viel mehr durften als andere. Das geht halt nicht. Also ich glaube tatsächlich, was Marvin gesagt hat, der Fußball wird natürlich auch an Dynamik verlieren, A, mit den Zuschauern, aber natürlich aber auch durch weil erinnert euch dran, wenn ein einzelner Spieler zurückkommt, dann heißt es, der muss jetzt erstmal wieder reinkommen nach der Verletzung. Ja, stimmt. Spielpraxis, jetzt hast du eine ganze Bundesliga ohne Spielpraxis. Also ich glaube tatsächlich, dass man das merken wird. Es wäre halt, und das ist eigentlich völlig egal. Dann ist das Niveau halt nicht so hoch, aber das muss halt überall gleich sein. Das nicht, weiß ich nicht. Irgendwelche Mannschaften jetzt schon seit, weiß ich nicht, heimlich Mannschaftstraining machen und dann kommt eine Mannschaft, die hat das gerade erst angefangen, weil es dann in dem Bundesland erlaubt war. Und die rennen die über den Haufen. Also das kann natürlich nicht sein. Ja, aber die Regelung, ganz ehrlich, die hätten eigentlich schon, wenn der Plan umgesetzt werden soll mit Anfang Mitte Mai, eigentlich müssen die jetzt ziemlich zeitnah bestimmt werden, damit das nicht irgendwie komplett unterschiedlich anfängt. Ja, das war auch so der Punkt, den ich nicht, richtig, so ganz, nicht so ganz verstanden habe. Sie hatten ja diese Vorgabe, dass sie gesagt haben, okay, auf dieser DFL-Mitgliederversammlung kein Mannschaftstraining bis zum 5.4., dann hätten sie sich ja im gleichen Zuge dann auch irgendwie darauf einigen müssen, so okay, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner, was können wir überall sinnvollerweise umsetzen, sagen wir mal 3 Spieler, okay, wir committen uns jetzt drauf, dass wir alle nur mit maximal Trainingsgruppen bis 3 Leute irgendwie arbeiten und nicht irgendwie mit 5, 6, 7. Anscheinend gab es da keine Mehrheit dafür in dieser Mitgliederversammlung. Komisch, ehrlich gesagt. Also wenn man sich in solchen Zeiten, wo es tatsächlich auch um größere Solidarität gehen sollte, solche Sachen nicht einigen kann, das finde ich merkwürdig. Das ist echt ein bisschen strange, ja. Ja, ist dann wieder dieses Politikum. Ja, aber da muss man auch wirklich jetzt eigentlich, ich finde tatsächlich, ist das alles richtig erbärmlich. Du musst einfach schnell wie möglich so Lösungen für alle finden und nicht, dass der woanders ranzieht und der woanders ranzieht. Jeder muss gerade auch strukturell auf ein Produkt denken. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Schauen wir mal, aber bei der Eintracht haben sie jetzt zumindest das Training wieder aufgenommen. Mal gucken, was jetzt bei der nächsten Runde der DFL Mitgliederversammlung da noch passiert. Dann gäbe es auch ein bisschen freudige Kunde, und ich rede jetzt noch nicht über den neuen Stadion-Areal-Dingsbums-Namen, sondern die Eintracht verkündet einen Mitgliederrekord mit über 90.000 Mitgliedern in der e.V. haben wir einen ordentlichen Zuwachs hingelegt. Also auch in der heutigen Zeit gibt es Dinge, die ja erfreuenswert sind. Sehr gut. Ich sehe schon, da will keiner was sagen. Dann lass uns über den Stadion nach. Nö, schön, freut mich. Ist schon krass, ja. Ja, ich meine, die Antwort ist schon ordentlich. Ja, also ich meine, aber das ist ja, also was soll ich da sagen, ist eine schöne Sache. Und die arbeiten immer weiter, die e.V. macht einen super Job, also insofern Gratulation dafür. Ja. Ja, dann, wenn ihr da nicht drüber reden wollt, dann reden wir jetzt über den neuen Stadionnamen. Wir haben, oder über den neuen Namen für das Areal. Wir haben letzte Woche noch drüber geredet und haben gesagt, diese unlesbare Zeitung mit den 4 Großbuchstaben verkündete vorab, dass da irgendwas kommen soll. Und am Tag danach gab es dann die offizielle Meldung, lustigerweise am 1. April. Ich habe noch so ein bisschen immer mit so einem klein wenig noch gehofft bis zum Ende des Tages, dass das einfach ein riesengroßer April-Scherz ist und irgendwelche Pressemedien darauf reingefallen sind. Dem ist dann leider nicht so. Die Deutsche Bank ist neuer Sponsor, nicht nur für das Stadion, sondern für das gesamte Areal. Es heißt dann Deutsche Bank Park, wie wir ja auch schon letzte Woche gesagt haben. Es gibt mehr Geld, was dann ja auch in größeren Anteilen oder im vollen Anteil an die Eintracht geht, als Vermarkter, Selbstvermarkter für das Areal ab der neuen Saison. Und so ein bisschen gab es ja jetzt auch Gerüchte, wenn das ganze Ding irgendwie den Namen Deutsche Bank Park hat, dann brauchen ja vielleicht die einzelnen Gebäude auch noch irgendwie eine Kennzeichnung. Und so leise kommt die Hoffnung auf, dass das Stadion vielleicht irgendwie so in zweiter, dritter Reihe wieder den Beisatz Waldstadion erhalten könnte.
Also ich muss tatsächlich sagen, was du tatsächlich, wo du gehofft hast, dass es ein April-Scherz ist, ich war dieser Sache eigentlich tatsächlich, stand ich eigentlich relativ entspannt gegenüber, weil ganz ehrlich, Commerzbank Arena oder Deutsche Bank Park ist mir komplett egal. Also stimmt, das ist da, jetzt, darum ging es mir nicht mehr. Ich hatte eher so die leise Hoffnung, dass unsere Freunde von der Bild vielleicht einfach einem ganz großen Prank aufgesetzt sind und einfach irgendwas rausgehauen haben, was nicht richtig ist. Da hätte ich mich riesig drüber gefreut. Ja gut, das wäre lustig gewesen, aber mir ging es um den Namen. Das ist natürlich nicht ideal, da muss man diskutieren, aber gut, Commerzbank oder Deutsche Bank Park oder Arena, weiß ich, stehe mich beides nicht so. Für uns wird es immer das Waldstadion bleiben. Ja, genau. Wenn, als dann aber diese Meldung rauskam, von der du gerade gesprochen hast, war ich tatsächlich noch positiv überrascht, im Sinne von ganz ehrlich, dann ist das tatsächlich in den heutigen Zeiten, wo wir tatsächlich viel Kommerz fressen müssen, wo wir, wenn wir ganz ehrlich sind, auch bereit sind scheinbar, weil wir sind ja immer noch da, Teil davon tatsächlich zu fressen, dann ist das nicht so unköstliches Gericht zu sagen, okay, es gibt für mich schlimmere Sachen. Wenn das jetzt Waldstadion im Deutsche Bank Park heißt, so what? Besser als Commerzbank Arena. Das ist allemal stimmt, richtig. Stimmt. Wir haben ja in der letzten Woche ja schon drüber gesprochen, das ist ja nichts Neues, ne? Also ich meine, wir sind ja gerade bei, als wir abends im letzten Podcast darüber gesprochen haben, kam ja die Meldung rein und da habe ich auch gesagt, naja, ist mir eigentlich echt latte, ob es jetzt Deutsche Bank oder Commerzbank, da gab es dann viel, ja, Feedback, was ich dann bekommen habe von Leuten, die die Deutsche Bank wesentlich kritischer sehen, die haben ihre Gründe dafür, das ist vollkommen okay. Für mich ist die ganze Sache über den Jordan gelaufen, als es Commerzbank hieß, weil das war für mich und bei anderen Leuten, die jetzt keinen kompletten Fußballbezug haben oder aus einer sehr kritischen Richtung kommen, war das eigentlich genau das Dammbruchargument so, ne? Wo du dann gemerkt hast, okay, Alter, das heißt jetzt Commerzbank, früher hieß es Waldstadion. Also ich meine, welchen schwierigen Namen willst du denn noch finden dafür? Deswegen ist es mir grundsätzlich egal, aber auch damals habe ich schon gesagt, letzte Woche, am besten wäre es halt Waldstadion powered by Deutsche Irgendwas. Bank oder sowas. Ja. Weil dann kannst du es halt mega gut weglassen und du ignorierst es. Und ehrlich gesagt, das hast du, glaube ich, beim Heimspiel jetzt auch gestern gemeint, das wäre halt ein riesiger Imagegewinn für die Deutsche Bank, ne? Die dann gleichzeitig irgendwie auch die, sag ich mal, die Historie anerkennt und auch dementsprechend huldigt, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Das würde ja auch passen. Ich meine, sie nennen ja das Areal auch irgendwie Deutsche Bank Park, was ja auch Anlehnung an, ich weiß nicht mehr, was es war, ich hatte es letzte Woche gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, was ja auch schon so diese historische Anlehnung hat. Es würde ja das Bild einfach nur noch runder machen. Und klar ist jetzt vielleicht die Deutsche Bank nicht irgendwie der Image-Liebling von allen anderen, aber wie du so richtig gesagt hast, einfach um dieses Image auch mal so ein bisschen positiver dastehen zu lassen, wäre es halt einfach auch ein guter Move. Schauen wir mal, wieder was keine. Mit mich dann schon kommt. Wieder keiner, ich merke schon. Nein, ich muss tatsächlich sagen, ich bin im Moment noch skeptisch, ob wir tatsächlich sowas Innovatives in Anführungszeichen sehen werden. Es kann natürlich auch sein, dass das mit Sponsoring, Abrechnungen und so weiter dann wieder zu tun hat. Wie kannst du das dann wirklich steuerrechtlich geltend machen? Nein, das ist tatsächlich so eine gerade auf der Bankenseite musst du ja immer schauen, wie wird es verkauft, wie ist es? Ist es so eindeutig, dass du im Endeffekt auch für deinen Namen dass das komplett absetzen kannst? Da gibt es ja die skurrilsten Juristereien, womit wir uns ja zum Glück nicht beschäftigen müssen. Auf der anderen Seite siehst du einfach das Bild. Es schockt doch keinen mehr von uns, wenn du dir die ganzen Stadiennamen durchliest. Und da musst du wirklich sagen, es ist einfach so, jetzt, es hätte viel schlimmer noch sein können, meiner Meinung nach. Es ist einfach wieder eine Bank geworden, was für Frankfurt ja nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Und auf der anderen Seite ist es im Endeffekt, wenn wir jetzt noch so einen Zunamen bekommen würden, was ihr ja gerade schon angekündigt habt, das wäre für mich eigentlich dann nochmal ein Zuckerle für den Deal, mehr Geld. Es hat sich die Situation nicht verschlechtert, sondern eventuell kriegen wir sogar noch ein bisschen was Besseres vom Namen hin, was sich ein bisschen absetzt, auch von anderen Vereinen wieder. Wäre eine tolle Sache. Schau mal einfach mal. Die Frage ist ja, ab wann genau ist das ab nächster Saison dann sozusagen? Ja. Oder? Ja. Okay. Also was man auch mal bedenken muss, um ein bisschen Positivität da reinzubringen, auch dieser Schritt zeigt tatsächlich ein bisschen die Entwicklung der Eintracht. Und das ja, ist sogar noch das eine längere, richtig. Das ist noch eine längere Entwicklung als die mit Bobic, sondern das ist sogar, da muss man sogar unseren alten Freund Heribert mit einbeziehen. Bevor Bruchhagen hierher kommt, wenn die Eintracht bei der Deutschen Bank geklopft hätte und hätte gesagt, hier Leute, habt ihr Bock uns zu unterstützen, hätten die nicht mal die Tür aufgemacht. Jetzt ist es so, dass es eigentlich andersrum ist, dass es sein könnte, dass die Eintracht in der derzeitigen Lage, in der die Deutsche Bank gerade ist und das Image, was die Deutsche Bank gerade hat,
im Endeffekt wäre die Eintracht eigentlich jetzt derjenige gewesen, der eine Tür zu hätte machen können, sagen konnte, ganz ehrlich, mit eurem Image wollen wir nichts zu tun haben, wir stehen ganz gut da. So, also hier ist tatsächlich ein Wandel vollzogen worden, ja, wo die Deutsche Bank plötzlich Image von Eintracht haben will und nicht umgekehrt, sondern das spricht tatsächlich auch für Eintracht Frankfurt als gesamtes Ding, nicht nur in Deutschland, sondern jetzt durch die Europa-League-Saison, auch europaweit, kann man auch so sehen. Das ist auch eine Entwicklung. Und finanziell ist natürlich auch eine krasse Weiterentwicklung, weil du jetzt bleibt mehr hängen. Der Deal ist auch finanziell einfach lukrativ für die Eintracht. Ich weiß nicht, wie 3 oder 4 Millionen waren das, glaube ich, ne? 5. Da ist schon. Ja, fast 5, ja. Ja, also oder es waren irgendwie über 7 Jahre waren es irgendwie mit Bonuszahlungen und dem ganzen Rums waren es irgendwie in Summe 38 Millionen. Also das sind so knappe, so, bleibt ja jetzt auch, knappe genau, 5 Millionen pro Jahr, die dann auch tatsächlich ja bei uns bleiben und nicht wie in dem alten Konstrukt, wo die Stadt ja Vermarkter war, haben wir ja von den, was hat die Commerzbank bezahlt? 3 oder 3,5, irgendwie sowas, glaube ich, haben wir nur eine knappe Million bekommen und der Rest ging ja an die Stadt und jetzt sind wir ja derjenige oder die Eintracht ist ja jetzt derjenige, der quasi diese Rechte vermarktet und damit kriegen wir ja dann den vollen Betrag. Also es ist schon eine ordentliche Steigerung drin. Und dann in der finanziell angespannten Situation ist natürlich auch noch ist ein weiterer Fortschritt, muss man wirklich so sagen. Also insofern, klar, wir wissen, um die gesellschaftlichen Schwierigkeiten der Deutschen Bank, die haben eine lange Historie. Das muss natürlich aber auch, da glaube ich aber auch, dass die Eintracht dementsprechend das auch an Bedingungen knüpft, diese Partnerschaft, dass die nicht weiter zu belasten sind. Ich glaube, das ist auch deutlich geworden in diesem Gespräch, was die miteinander geführt haben. Hoffe ich jetzt einfach mal, weil wenn die Eintracht sich als weltoffener Verein gibt, der gewisse soziale Verpflichtungen, gesellschaftliche Verpflichtungen auch pflegt, wenn wir das sehen, was die e.V. aktuell macht, dass sie regelmäßig jetzt gerade Lebensmittellieferungen und so an Leute, die es halt nicht so einfach haben, vorbeibringen und so weiter und so fort, was ein cooles soziales Engagement ist, dann muss das auf der anderen Seite auch kommuniziert werden. Aber ich bin da eigentlich recht optimistisch, dass das nicht unbesprochen blieb. Ja, also ist eine klare Ansage und jetzt schauen wir mal, was jetzt tatsächlich aus dem Thema dann rauskommt, was mit diesem Waldstadion Zusatz oder Vorwort oder wie auch immer es am Ende ist, dann tatsächlich kommt. Spätestens zur neuen Saison, wenn dann der Name da am Stadion auftaucht, werden wir es mit Sicherheit wissen. So, von Fortschritt kommen wir jetzt zu so ein bisschen Rückschritt. Der liebe Basti wird sich jetzt hier aus dieser Runde verabschieden, weil noch andere Dinge auf ihn warten. Basti, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ja, wieder gerne, meine lieben Freunde. Ich werde jetzt auf jeden Fall Marvins Twitch-Idee im Kopf behalten die ganze Zeit und ich bin bin sehr sauer, wenn das nicht kommt, ehrlich gesagt. Naja. Alles klar. Mach's gut, Freunde. Basti, hau rein. Ciao. So, dann haben wir auch so ein bisschen das Aktuelle bei der Eintracht mal noch besprochen und ja, müssen wir noch auf andere Dinge gucken. Wir haben ja diese wunderbare Rubrik, die Marvin, der ja hier in letzter Zeit vor Ideen nur so sprudelt, vor 3 Wochen ins Leben gerufen hat. Nämlich innovative Marvin. Der innovative Marvin. Ich sehe schon den nächsten Sendungstitel hier irgendwie kommen. Und zwar geht es um die neue Rubrik Dein erster Titel. Wir hatten Basti mit dem Pokalsieg 88. Wir hatten Marvin, der mir letzte Woche den EM-Titel 96 weggenommen hat, wo ich immer noch so ein bisschen sauer drauf bin. Und diese Woche bin ich dran und ich komme jetzt vielleicht mit so ein bisschen einen unpopulären Titel um die Ecke und es ist auch nicht der erste Titel, an den ich mich erinnere, aber es ist der, der mich mehr in dieses Fußballthema reingebracht hat und deswegen ein ganz wichtiger für mich ist. Und wir reden hier von einem DFB-Pokalsieg. Und es ist nicht der DFB-Pokalsieg der Eintracht, der ist noch viel größer, aber der ist viel zu nah dran, sondern es muss ja was Historisches sein, das ist jetzt eine lange Herleitung. Es geht um den DFB-Pokalsieger und den DFB-Pokal 1996-97. Wisst ihr noch aus dem Kopf, wer da Pokalsieger war? Nö. Kein Plan. Wisst ihr noch, wie die Eintracht da gespielt hat? Nicht so gut, glaube ich. Nicht so keine gut. Ahnung. Genau, die Eintracht hat nicht so gut gespielt, nachdem die Eintracht in der ersten Runde 4-2 gegen Kiel gewonnen hat, hat sie in der zweiten Hauptrunde 6-1 von Meppen 1 aufs Dach bekommen. Oh Gott, ja doch, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Oh, was war das, ein gruseliger Scheiße. Oh Gott, ja. Oh, und auch richtig übel, ne? Wir sind richtig weggeflatscht worden damals, ne? 6-1, das 1-0 für Meppen fiel direkt in der ersten Minute. Ja.
Weiß ich noch. Ach du Scheiße, was ein gruseliges Spiel. Ich kann mich noch erinnern, ja. Ja, das war ein ganz gruseliges Spiel, aber trotzdem hat mich dieser Pokal mit seinem Sieger am Ende dann doch in diesen Fußballkosmos stärker reingezogen, in dem ich heute drin hing. Und der Sieger damals war der VfB Stuttgart. Wow. Okay. Okay. Der gewonnen hat im Finale 2-0 gegen Energie Cottbus. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, als ich damals mit diesem Thema Fußball mich immer mehr beschäftigt habe, war ich dann doch auch, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen nach wie vor das Thema von diesen Akteuren, die gerade bei Stuttgart damals mit Balakow, Elber und Bobic, den wir ja heute auch schon das ein oder andere Mal erwähnt hatten, die haben halt so eine ganz eigene Art Fußball gespielt und das hat mich irgendwie sehr fasziniert damals. Ja gut, kann ich nachvollziehen. Also gerade auch Balakow, herausragender Fußballer gewesen. Du hast auch viele gute Zuarbeiter gehabt, ne, in der Zeit. Ja. Selbst so Leute auch. Und ich glaube, zu der Zeit, ich glaube, das dürfte 97 hast du gesagt, ne? Ja. 97. Da dürfte der ehemalige Eintrachtler Matthias Wagner Hagner gespielt haben. Ne? Ich glaube, ja, Matthias Hagner war ja damals bei der Eintracht und er ist dann gewechselt, ich weiß, war zu der Zeit, ne? Genau. Da, genau, der hat bei Stuttgart gespielt, genauso wie so Größen wie Thomas Berthold und Thorsten Legert. Die haben da leider auch gespielt. Naja. Ah, gut, aber Berthold muss man ja sagen, als in der Abwehr halt echt mit Frank Verlaat damals zusammen eine richtig gute Nummer gewesen. Ja. Mhm. Spannend. Okay, und dieser Pokal hat dich dann aber nicht zum Stuttgart-Fan gemacht, oder? Der hat mich nicht zum Stuttgart-Fan gemacht, aber er hat mich zum Fußball gebracht und glücklicherweise kannte ich damals genügend Menschen, die regelmäßig zur Eintracht gegangen sind und dann bin ich dann da so reingerutscht und das ist dann halt nochmal was ganz anderes, Fußball als Sport irgendwie toll zu finden und dann aber Fußball im Stadion zu erleben, wir haben es ja vorhin jetzt auch schon das ein oder andere Mal besprochen, ist halt nochmal ganz was anderes. Das ist halt eine das Frage, erste Stadionerlebnis war halt in Frankfurt. Da kommst du dann halt nicht mehr weg. Das kannst du vergessen. Krass, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Mit wem hast du denn dieses Spiel geschaut? Wer hat dich da irgendwie motiviert? Im Endeffekt DFB-Pokalfinale im Fernsehen, wahrscheinlich irgendwann abends, wie es halt so ist, ne? DFB-Pokal zu schauen. Und wie bist du? War das im Endeffekt fußballtechnisch, weil du sagst, so der erste Titel, der dich emotional oder generell im Fußballtechnischen mitgenommen hat. Erste ja. Bundesliga-nahe Titel. Wie gesagt, die EM 96 damals war so der erste Grundstein. Wie gesagt, den hat Marvin ja letzte Woche hier unrechtmäßigerweise sich gerissen. ich weiß gar nicht, also das kriege ich tatsächlich nicht mehr zusammen, aber ich fand irgendwie durch dieses EM-Thema das Thema Fußball interessant und Pokalwettbewerb und über diesen Pokalwettbewerb, der näher an der Bundesliga dran war, kam ich dann generell an dieses Thema Bundesliga näher ran. Ich weiß nicht mehr, wer mich tatsächlich dazu gebracht hat. Ich kann euch noch sagen, mit wem ich das Fußballspiel gesehen habe und ich weiß auch noch, was an dem Tag war. Das war nämlich am Tage meiner Konfirmation, wo ich das abends dann geschaut habe, Sonntagabend mit meiner Oma zusammen. Ach krass. Ach du je. Cool. Ja, ja. Die eigentlich mit Fußball auch nichts zu tun hatte, aber die mit mir zusammen dieses Spiel geguckt hat. Und deswegen habe ich so viele Erinnerungen an dieses Spiel, weil irgendwie so viel an diesem Tag passiert ist und irgendwie mich dieses ganze Thema sehr emotional damals berührt hat. Finde ich gut. Also wie gesagt, also das kann es nachvollziehen. Ich frage mich die ganze Zeit, du hast ja wahrscheinlich eh auf, ne? Cottbus, in welcher Liga waren die denn damals? Die waren da noch nicht in der ersten Liga. Die müssen noch unterklassig gespielt haben, die oder? Die dürften da nicht. Ich glaube nicht. Auch, dass sie nicht Erstliga waren, ja. Und kam mal später. Kann ich also, dir gleich sagen, die haben bei den Amateuren tatsächlich gespielt. Ah, was? Echt? Okay, dann so dritte Liga oder was? Heilige Kacke, das ist ja erste Liga, zweite Liga, Regionalliga, Amateure. Landesverband Brandenburg. Okay, ja gut, okay. Ach, krass, Hammer hat, ey, dann sind die als Drittligist dann so hochgekommen. Die sind als Drittligist so hochgekommen, nachdem sie, also bevor sie im Finale gegen Stuttgart verloren haben, haben sie vorher den KSC 3-0 im Halbfinale besiegt, davor St. Pauli im Elfmeterschießen tatsächlich im Viertelfinale, im Achtelfinale Duisburg im Elfmeterschießen. Geil. Davor in der zweiten Hauptrunde reguläre Spielzeit 1-0 gegen Wolfsburg. Oh, okay.
Und in der ersten Runde mussten sie ran, wo haben wir sie? Gegen die Stuttgarter Kickers in der Verlängerung 1-0 gewonnen. Okay, krass, ey. Ja, spannende Dinge, die da passiert sind. Ja. Okay. Mhm. Gut zu wissen. Ja, irgendwie spannend, dass sich das dieses Ding da so emotionalisiert hat, aber hey, why not? Ey, geil. Cool. So kommt man auch zum Fußball. So kommt man auch zum Fußball und so kam ich dann irgendwann zur Eintracht und da war natürlich der größte Pokalsieg ever. Da wird es auch, glaube ich, nichts mehr drüber geben. Es sei denn, wir halten irgendwann als Verein mal noch irgendwie die Meisterschale in den Händen. Das könnte noch mal eine Nummer größer werden, aber das ist ja jetzt nicht so in naher Zukunft der Fall. Jetzt die große Frage, sympathisierst du heute noch mit VfB Stuttgart? Ich habe mich lange nicht mehr mit Stuttgart beschäftigt, aber ich sag mal so, es gibt Vereine in der ersten und zweiten Liga, die ich unsympathischer finde als den VfB. Ich werde das genau begutachten. Ich muss aber allerdings auch dazu sagen, ich habe auch tatsächlich ein Trikot von Stuttgart. Ich habe auch viele Trikots von der Eintracht und ich habe auch ein Trikot von Barcelona, aber ich habe auch ein Trikot von Stuttgart. So, jetzt kommt es raus. Okay. Du bist auf der Liste jetzt. Drauf, auf dem Rücken. Yogi. Ja, nee, ich habe tatsächlich, lass mich überlegen, ich habe tatsächlich nur ein Trikot mit Beflockung und das ist das aktuelle Euroleague-Trikot der Eintracht mit Kostic hinten drauf. Ansonsten habe ich vorher alle Trikots immer ohne Flock. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, da muss es sein und das war so einer. Okay. Gut, okay, ja. Team Kostic geht immer. Kostic geht immer und wird auch immer anhalten, egal wie lang der Kerl hier ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja gut, das ist mein Team. Sehr gut, dankeschön, René. Ja. Bitte. Und dann bin ich gespannt. Dann fehlt ja eigentlich nur noch Dennis hier in der Runde, der dann vielleicht nächste Woche hier was verkünden wird. Auf jeden Fall, klar. So, dann lasst uns doch auch nochmal auf vergangene Eintracht-Zeiten zurückgucken, nämlich auf die Saison von vor 20 Jahren. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga! Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und dann gucken wir in der Saison 99-2000 auf den 29. Spieltag. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben letzte Woche über den 28. Spieltag logischerweise gesprochen. Da hat die Eintracht 1-0 gegen die Hertha verloren und damit einen Rückschlag erlitten, in dem Kampf von diesem Abstiegsplatz wegzukommen. Hatte aber das Glück, dass Ulm auch verloren hat und sie immer noch mit einem Punkt dran waren. Und dann kam er der 29. Spieltag und es war eine englische Woche und die Eintracht musste ran an einem Mittwoch zu Hause gegen Werder Bremen, die man damals schon nicht leiden konnte. Oh, scheiß Verein. Also rein sportlich gesehen. Alles rein sportlich gesehen. Die aber auch so ein bisschen unter Druck waren, die halt auch den Anschluss an die oberen Plätze nicht verlieren wollten. Wir hatten es ja letzte Woche gesagt, Bremen noch in dem Weg oder Möglichkeit sogar auf einen Champions League Platz sich irgendwie ranzukämpfen, weil das ja auch da oben alles irgendwie sehr eng war. Aber, und jetzt das große Thema, die Eintracht hat es geschafft, dieses Spiel für sich entscheiden zu können, auch wenn man spielerisch ein bisschen verändert hat im Vergleich zum Spiel davor, also Magath hat die Mannschaft umgestellt, hat ein paar Spieler gewechselt und hat allerdings auch das Spielsystem geändert und hat nicht mit zwei offensiven Mittelfeldspielern gespielt, sondern tatsächlich nur mit einem offensiven Mittelfeldspieler, in diesem Falle Horst Held, und hat stattdessen zwei Abräumer vor der Abwehr spielen lassen. Und es muss von Anfang an, so wird es hier im Spielbericht beschrieben, von Anfang an auf beiden Seiten sehr viel Offensivspiel gewesen sein. Okay. Bremen damals schon mit Pizarro, der uns das ein oder andere Mal geärgert hat, aber den Ball nicht über die Linie bekommen hat. Und dann macht Horst Held. Der Kugelblitz war noch am Start mit Ailton, ne? Genau, in der 70. Minute per Foul-Elfmeter das 1-0, was dann auch gleichermaßen der Endstand ist. Und damit drei wichtige Punkte.
Also nur durch Elfmeter, ja? Nur durch den Elfmeter. Regulär, krass, trotz vieler Offensivbemühungen auf beiden Seiten kein Tor. Boah, wie wichtig, dass das Ding dann drin war. Ey. Ohne Scheiß, wenn du dir sagst, naja, Offensivbemühungen und denkst, dass du mit Chen Yang da vorne drin stehen hast. Also der hat mich ja damals echt zu Weißglut getrieben. Aber oh ja, krasse Kiste. Ja, ich meine, ne, da siehst du wieder, wie wichtig Horst Held damals war, ne? Als Spieler für die Eintracht. Ja. Interessant eigentlich, ne, dass die sich dann im anderen, war doch so, ne? Die haben sich dann in anderen Positionen beide wiedergefunden, ne? Magath und Horst Held, waren die nicht beide? Die waren doch beide dann in administrativen Funktionen irgendwann nochmal zusammen, oder? Müsste ich mal nachgucken. Ich habe beide auf Schalke im Kopf, aber ich glaube, da waren die zu einer unterschiedlichen Zeit. Aber trotzdem ist es schon mega spannend, wie Horst Held, aber auch die Eintracht nochmal wirklich geprägt hat als Spieler. Auf jeden Fall. War ja im Endeffekt jetzt so fast der Befreiungsschlag, ne? Jetzt dürften die kurz vor Platz 16 sein, oder? Ich war natürlich jetzt auf der Suche nach deiner Magath-Held-Konstellation. Sie haben es am Ende des Spieltags sogar geschafft, sich auf Platz 14 nach oben zu kämpfen mit 32 Punkten. Ulm rutscht tatsächlich dann unten rein, die nur 1-1 gegen Stuttgart gespielt haben. Rostock rutscht auch an uns vorbei, die auch nur 1-1 gespielt haben bei Leverkusen. Und damit haben wir dann den einen Punkt mehr und rutschen auf Platz 14 und sind damit punktgleich mit Dortmund, die an diesem Spieltag 3-1 gegen die Spielvereinigung Unterhaching verloren haben. Ach du Scheiße, ey, wie bitter ist das denn? Heiliger Wimmer, wow, ist ja richtig. Unterhaching, ey. Dortmund, das war diese schwierige Zeit von Dortmund. Kam dann Lattek dann irgendwann? War das die Saison? Das müsste Saison eigentlich gewesen sein. War er das nicht zu dem Zeitpunkt schon? Ich meine, der wäre früher schon da gewesen sein. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wann Lattek kam, aber das war doch eine ganz merkwürdige. Nee, der muss dann kurz danach gekommen sein. Bei dem Spieltag steht hier noch ein Bernd Kraus als Trainer drin. Lattek wäre dann kurz danach gekommen. Ja, Bernd Kraus war ja auch irgendwie eine merkwürdige Kiste. Ne? Eigentlich damals ein ganz guter Trainer gewesen bei Borussia Mönchengladbach. Und dann aber beim BVB war auch ein ganz komischer Fit, hat auch nicht wirklich gepasst. Da ging gar nichts, aber wie gesagt, auf jeden Fall, Latte kam auf jeden Fall danach zur Borussia und hat die dann irgendwie gerettet. Krass. Und ich habe übrigens mal nachgeguckt. Horst Held und Magath hat wirklich gestimmt. Beide zusammen beim FC Schalke gewesen, 2010. Ah, okay. Magath als Trainer und Horst als Manager oder was? Ne? Richtig. Genau. Also erst im Vorstand und übernahm dann den Bereich Sport, Marketing. Ja, genau. Verrückt. Na gut. Ist da nicht auch Magath in der Saison irgendwie vorzeitig entlassen worden? Mhm. Ja, war. Ja, Magath wurde pretty much, irgendwann 2011 auf jeden Fall entlassen. Und dann musste ein neuer Trainer gefunden werden. Ja, ja, irgendwie sowas habe ich da auch noch im Kopf, dass da irgendwie, es war doch irgendwie groß noch in der Presse. Ja. Ja. Aber dieser 29. Spieltag für die Eintracht durchaus erfolgreich, was das Spiel und die Platzierungen angeht. Und damit jetzt erstmal so ein bisschen durchschnaufen, aber natürlich noch nicht vollständig gerettet. Dazu braucht es noch ein bisschen mehr. Und deswegen sprechen wir nächste Woche über den 30. Spieltag. Und da wartet halt ein richtig geiles Spiel auf uns. Samstagabend das Topspiel. Erster FC Kaiserslautern gegen Eintracht Frankfurt. Da ist Druck auf dem Kessel, würde ich mal sagen. Da ist Feuer drin. Genau. Schauen wir mal. Und da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Und ich glaube, da gibt es auch noch das eine oder andere abseits des Platzes, was wir dann auch tatsächlich in der nächsten Woche bei diesem Spieltag besprechen müssen. Wunderbar. Aber bestimmt. Yes. So. Und nachdem wir jetzt Titel und vergangene Saison haben, wollen wir natürlich auch noch wissen, was machen ehemalige Spieler. Und deswegen hauen wir da jetzt mal den Jingle raus. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein.
Jetzt kommen wir zu der Rubrik, die ich wahnsinnig mag, aber in der ich auch einfach fürchterlich schlecht bin. Gleichfalls, ja. Der liebe Marvin hat sich einen Spieler rausgesucht und wir beide, Dennis, müssen jetzt versuchen, irgendwie diesen Spieler zu erraten und ich weiß jetzt schon, dass das wieder hart, ganz, ganz fürchterlich enden wird. Aber es mal wird gucken. Es wird zäh. Es wird hart und es wird zäh. Naja, das ist, jetzt tut ihr mir fast leid tatsächlich. Ich will ja gar nicht, dass das jetzt, jetzt überlege ich mal, ob ich vielleicht nochmal umswitche. Warte mal ganz kurz. Nein, vielleicht finde ich jetzt noch einen anderen. Mach. Nein. Ja? Okay. Komm, alles hau raus. Und zwar, dann müsst ihr mir, dann vielleicht, ich finde, also es ist nicht so schwer tatsächlich, aber gut, wir gucken mal. Also, in seiner Jugend bis 1987 bei dem Waldhof Mannheim gespielt, dann in der Saison 87-88 zum VfB Stuttgart gegangen. Vom VfB Stuttgart ging es 1993 zur Frankfurter Eintracht. Im Januar 95 ist der Spieler von der Eintracht zu Manchester City per Leihe gewechselt, ist dann wieder zurück zur Eintracht und dieses halbe Jahr Leihe und ist dann 96, im Januar 96, weil er in Frankfurt nicht so ganz klar kam in dieser Zeit, nach Mexiko gewechselt und zwar zum CF America nach Mexiko. Hat dort eine Weile gespielt und ist dann von der Frankfurter Eintracht im 1997, das ist im Sommer 97 zum FC Basel gewechselt, ist dann wieder zurück, nach Deutschland gegangen und zwar zum VfL Bochum, 1999 dann von Bochum zu Antalyaspor, dann hat er ein bisschen pausiert und hat am Ende seiner Karriere nochmal bei Waldhof Mannheim gespielt. Ich hab eine Theorie, aber ich hau dir jetzt einfach raus, es kann nicht mehr als falsch sein. Ist es nicht Gaudino? Ah, sehr gut. Auf jeden Fall richtig. Ist doch super. Jawohl. Sehr gut, alles prima. Ich war mir bei City schon nicht sicher, aber als du Mexiko gesagt hast, war es eigentlich, also gab es nicht viele Optionen, weil so viele Spieler von uns sind nicht nach Mexiko gegangen. Crazy, ne? Also, nee, auf jeden Fall mit Mexiko. Du hast Galindo beispielsweise noch, ne, der wieder zurück nach Mexiko gewechselt ist. Aber ansonsten hattest du echt nur ganz wenige Spieler. Mehr als die zwei. Es müsste noch einen dritten gegeben haben. Da kommt mir aber fällt mir der Name gerade nicht ein. Aber mehr hatten wir nicht. Kann sein. Fällt mir jetzt per se auch nicht ein. Gaudino, der alte Autoschieber. Ja, aber wie absurd, ja, na klar, das hat ihn natürlich zeitlebens seiner Karriere irgendwie auch beeindruckt, beziehungsweise auch mitgenommen. Tatsächlich, überleg dir mal, Gaudino eigentlich eher so ein schöner Fußballspieler, ne, der aber jetzt nicht für seine krasse Körperlichkeit bekannt ist, dass der zu Man City damals, natürlich, Man City damals überhaupt noch nicht in dieser Art, relevant gewesen. Nee, auf gar keinen Fall. Also, das ist schon ein krasser Unterschied. Aber Manchester City, und da hat er ja auch gespielt. Ist ja nicht so, als hätte der damals da nicht gespielt. Der hat irgendwie 20 Spiele gemacht. Ich weiß gar nicht, warum der beispielsweise nicht irgendwie auch dort geblieben ist, wenn er so viele Spiele macht, ne? Also, laut Wikipedia-Eintrag 21 Spiele, in denen er auch 4 Tore geschossen hat. Also, er war jetzt nicht so ganz unbeteiligt. Ah, sogar 21. Okay, siehst du mal, also gar nicht so verkehrt eigentlich, ne? Und dann ist halt echt schade, weil ich weiß noch, als wir dann abgestiegen sind, habe ich dann so gedacht, oh scheiße, ey, oh, hoffentlich hilft er uns, hoffentlich kommt er wieder zurück. War er ja auch, er ist ja dann mit uns, glaube ich, dann ein Jahr in der zweiten Liga gewesen, bevor er sich dann halt Richtung, ne, war doch so, ich glaube, das war genau, bevor er sich dann Richtung Basel dann abverzogen hat, aber das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Er ist halt ein Wandervogel geblieben, aber heute, so ist es, ja. Ist halt ein typischer Wandervogel, aber irgendwie, ich fand ihn immer sympathisch. Man kann ja sagen, was man will. Auf jeden Fall. Ne, irgendwie ein geiler Typ. Ich weiß noch, Dennis, als wir früher auch dann immer im Stadion waren, wir haben den schon irgendwie geliebt und wir haben auch echt gefeiert, dass er dann irgendwie auch in der zweiten Liga dann für uns da war und so. Ne? Es war auf alle Fälle. Und, nein, ein cooler Typ auf jeden Fall. Also ist einfach auch ein sympathischer Kerl, wie du es schon sagst. Ist natürlich, wenn du es dir anschaust, so viel hat er gar nicht für uns gespielt. In Anführungszeichen, aber ist schon auf jeden Fall eine schöne Sache und eine schöne Geschichte und wie der René ja schon sagt, es gibt ja auch mehr als genug schöne Liedchen, die immer noch gedrellert werden heute. Also ich denke auf jeden Fall ein gut ausgewählter Spieler für diese Kategorie, Marvin. Gefällt mir wirklich. Aber was er heute jetzt, was macht er denn heute genau?
Ja, genau. Also heute weiß ist er jetzt das? Mittlerweile, ja, also ist ein bisschen ruhiger verlaufen im Endeffekt, ne? Die Karriere, ich hatte eigentlich gedacht, okay. Hat er nicht auch also, irgendwie so eine Marketing-Agentur oder so ein Spieler-Scouting-Agentur oder irgendwas? Glaube, das ist doch das, was die meisten irgendwie machen, oder? Ja, genau. Also die Sache ist halt, was mich bei ihm so ein bisschen irritiert hat, weil ich habe den immer als echt smarten Typen eigentlich in Erinnerung, ne? Und er ist eigentlich, weißt du, ich meine, du hast Spieler, wo du weißt, okay, da ist nicht vielleicht ganz so viel dahinter. Aber so richtig nach vorne hat er es jetzt nicht geschafft. Also der war beispielsweise war der Sportdirektor bei Waldhof Mannheim 2005, ne? Und aber das hat auch nicht so richtig lange funktioniert. 2007 war er dann mal bei Sonnenhof Groß-Asbach, da war er Trainer, ne? Und er ist auch, da ist er nämlich auch als Berater für die Agentur des Sportvermittlers von diesem Mäzen Ulrich Färber aktiv, ne? Also der gehört zu diesem Ulrich Färber-Ding dazu. Deswegen ist es momentan noch so, was der René richtig sagt, dass er diesem Konglomerat irgendwo angehört und dafür auch so ein bisschen was macht. Aber eigentlich hatte ich bei Gordino immer gedacht, da würde noch mehr gehen. Aber so richtig krass viel wurde es nichts. Der ist dann nochmal zum SSV Reutlingen, da war er sportlicher Leiter und dann nochmal zu Nordhausen, da war er auch nochmal, also Wacker Nordhausen, auch nochmal sportlicher Leiter, aber halt alles eher unterklassig. Und das ist eigentlich so der letzte Werdegang von ihm. Ne? Also so weiter nach oben ging es nicht. Ich meine, er ist ja auch ein Kind, der in der Niederung des Fußballs auch durchaus bekannt war und auch viel kannte und so. Allein die Tatsache, dass er halt bei unseren Freunden von Waldhof Mannheim, auch da kommt er ja so, da ist das Gefühl, Gaudino-Gefühl eigentlich am krassesten. Ne? Aber ich hoffe, vielleicht gibt es ja noch mal irgendwann eine Möglichkeit. Er war ja, wie gesagt, 2004, 2005 dort Trainer. Vielleicht gibt es noch mal irgendwann die Möglichkeit, dass wir ihn weiter im Rampenlicht sehen, wenn vielleicht im SV Waldhof Mannheim, die ja gerade ziemlich gut in der dritten Liga dastehen, wenn die irgendwie weiter prominent werden, kann ich mir auch vorstellen, dass da noch mal was passiert. Aber vielleicht nicht in der leitenden Funktion, sondern als, ich will mal positiv sagen, als Aushängeschild. Ne? Also wie die Eintracht Aushängeschilder hat, die auch den Verein einfach repräsentieren, ist, glaube ich, Gaudino einer, der sowohl natürlich so die Eintracht so ein bisschen im Fokus hatte, aber Waldhof Mannheim, also für mich ist Waldhof Mannheim immer untrennbar mit Maurizio Gaudino So ist es. Ja, aber wie gesagt, also er ist und jetzt mittlerweile ist er Inhaber einer Sportmarketingagentur. Ich glaube, das funktioniert gut und ich hoffe halt tatsächlich einfach nur sehr, dass sein Sohn Gianluca, den wo ich echt immer denke, das ist kein schlechter Fußballer, dass der nochmal irgendwie eine Nummer besser spielt, weißt du? Ich jetzt bei den Young Boys kann ich jetzt gar nicht bewerten, aber wisst ihr noch, als es da mal so diesen Hype gab, oh, der junge Gaudino jetzt bei Bayern startet durch, aber sowohl St. Gallen war halt nix, ja, dann bei Bayern versucht, Chievo Verona war echt Chievo Verona war ein Schritt in die Mülltonne tatsächlich. Und jetzt ist er bei den Young Boys. Aber der Junge ist in Hanau geboren, ne? Ich will es nochmal sagen. Da macht er wenigstens seine Spiele und schießt auch ein paar Tore. Aber da muss er noch Konstanz dazu gewinnen. Dann kann das vielleicht nochmal was werden. Ist halt ist auch schon Mitte 20, oder? Ja, 23 schon. Ne? Also die Zeit vergeht so schnell. Und mal gucken. Aber es gibt Spieler, die den zweiten Grip nochmal bekommen. Ich hoffe sehr, weil irgendwie, ich fand den damals, als der mal so ein bisschen bei den Bayern gespielt hat, das fand ich schon ziemlich cool, so die Anleihen. Ne? Mal gucken. Ja, die Veranlagungen sind top, auf jeden Fall. Da könnte was gehen, aber wie du sagst, muss man einfach gucken. Schauen wir. Wäre auf jeden Fall ein großer Name, zumindest hier für uns in der Region. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also der Maurizio, wie gesagt, ich glaube, der dürfte in seiner Sportmarketingagentur ganz gut aufgehoben sein, aber ja, vielleicht gibt es da ja nochmal was. Trotzdem irgendwie ein geiler Typ. Also das, wie gesagt, ja, Autoschieber hin und her, aber muss man auch mal irgendwann gut sein lassen. Ja, nee, ist halt das, was einem halt bei dem Namen halt auch immer so als erstes einfällt oder mit als eines der ersten einfällt. Aber klar, wie du schon sagst, er ist halt auch einfach ein sehr sympathischer, zumindest was man so wie man das so einschätzt aus der Ferne, ein sehr sympathischer Typ, der ja viele Höhen und Tiefen in diesem Fußballgeschäft erlebt hat. Mhm. Auf jeden Fall. Mich würde tatsächlich mal so der Blick hinter die Kulissen interessieren, inwiefern Gaudino eigentlich mit seinen Spielern so umgeht. Ne? Also die er betreut, da ist zum Beispiel dieser Boris Vucevic dabei. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an die Sache? Das war doch irgendwie eine ganz komische Geschichte, der als er sich den Autounfall da hatte und so, da kam er dann nicht wieder zurück. Das muss ja wirklich lebensgefährliche Verletzung damals gewesen sein. Das ist auch schon wieder 8 Jahre her, man kann nicht so schnell. Erinnert ihr euch noch? Das war so ein Hoffenheimer Spieler. Oh. Am Rande, ja. Ja. Irgendwas, und, aber ich auch, also ich hab's jetzt im Detail nicht mehr im Kopf, ne.
Ja, also Boris Vucevic, es war einer der Spieler, die irgendwie auch bei Gaudino unter Vertrag waren. Und es war irgendwie so ein echt extrem talentierter Spieler, der bei der TSG Spiele davor, aber eigentlich, ne, ist auch so aus dem Kreis, eigentlich aus Böblingen, Sindelfingen, dann bei Stuttgart gespielt und dann irgendwie als wirklich große Hoffnung zu Hoffenheim gegangen, auch echt gute Spiele gemacht hat, ne, schon auf dem Weg, Perspektivnationalspieler, U21-Nationalspieler zu werden, war er dann auch. Und dann irgendwie, weil er halt Diabetiker war und irgendwie die Sache durch eine Unterzuckerung eskaliert ist, hat er einen Unfall gebaut. Und der Unfall war halt so krass. Und da weiß ich noch, das ging damals wirklich durch die Medien. Wie geht's Vucevic und so weiter und so fort. So, also ja, nicht in dem Maße, aber so ein bisschen vergleichbar mit der ganzen Kiste, dieses Mysterium Schumacher, wo wir heute noch nicht genau wissen, was überhaupt Sache ist, ob der überhaupt noch lebt oder so, keine Ahnung. Und bei Vucevic wurde auch, das damals wurde sehr, sehr gut unterdeckelt. Du hast eigentlich fast nichts mitbekommen. Mittlerweile ist der, glaube ich, wieder einigermaßen ist der einigermaßen wieder auf einer geraden Welle oder so, ja, aber mit Profifußballer ist halt nichts mehr. Ist dann aber auch scheißegal, wenn es einem dann wenigstens wieder gut geht. Ich wollte es gerade sagen, ja, da ist, glaube ich, das noch das kleinste Übel. Ja, ja, ist spannend, krass. Aber wie gesagt, und nee, da, also wusste ich auch nicht, dass er jetzt hier war, also im Endeffekt ein Zögling von Gaudino. Also wie gesagt, der ist nur in der Sportmanagement-Agentur von dem gewesen. Ja. Aber mich würde dann immer interessieren, wie ist die Verbindung dann und was hat er dann gemacht? Ja, das ist also interessant, auf jeden Fall. Naja. Ja. Dankeschön, Marvin, auf jeden Fall. Gerne. Genau, vielen Dank für diesen Spieler, den ich tatsächlich erraten konnte. Das, ja, aber sofort, ey. Wie die aus liebe der Pistole Hörerinnen geschaut. Und Hörer, das wird es kein zweites Mal mehr geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Dann tragen wir hier Maurizio Gaudino ein und schauen dann doch jetzt nochmal, was wir vielleicht noch in unserem Empfehlungsköcher für euch haben. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Nach wie vor ein sehr, sehr schöner Jingle. Mega, alle. Ich höre mir das sehr, sehr gerne an. Bevor ich hier mit meiner ewigen langen Liste an Empfehlungen loslege, ich bin vielleicht dann doch gerade an dieser Stelle diese Woche ein klein wenig eskaliert. Die Frage an euch, habt ihr Empfehlungen? Ja, und zwar, ich hau mal gerade am besten die Empfehlung raus, weil ich habe wieder eine fleißige Mail vom Sounds to Move geschickt bekommen. Sehr, sehr nett, vielen Dank, weil das sind alles Dinge, die ich mir zum Teil der Sabel noch gar nicht angehört habe, aber ich traue seinem fachmännischen und er hat gemeint, auf Amazon Prime gibt es jetzt die Doku Maradona. Ja, und dass die Geschichte von Diego Armando Maradona, einem der natürlich besten Fußballer dieses Planeten aufzeigt. Und es ist nicht, er schreibt es nicht plump als Hochglanzproduktion nachgezeichnet und als einzige Lobhudelei, sondern mit historischem Material und Originalzitaten, also scheint vielleicht auch sogar ein Film zu sein. Und es geht auch um Eklas und natürlich um den Hype der Heiligsprechung und so weiter und so fort. Also es klingt echt gut. Das sollte ich mir vielleicht mal angucken, weil ich finde, Maradona, ich habe ja so ein Fable für irgendwie verrückt sympathische Koksnasen tatsächlich, ja. Grüße, weil ich bin ja auch großer Falco-Fan. Passt ja in dieser Reihe ganz gut, ja. Also das hat er uns empfohlen und darüber hinaus noch, das habe ich jetzt schon öfter gehört, That Peter Crouch Podcast. Also Peter Crouch ist ja echt einer der, sag ich mal, der Leute, die echt nur eine hübsche Freundin bekommen haben, weil sie Fußballer waren, aber dann sehr, sehr, sehr lustig sind. Und das wird mir immer wieder empfohlen, wo auch gemeint, das ist ein sehr lustiger Typ. Es gibt sogar mal eine ganz kurze Folge, wo er über ehemalige Frankfurter spielt und wo es um den Oliver Bierhoff geht. Also da könnte man auf jeden Fall mal reinhören. Ich glaube, wenn ich mal ein bisschen Zeit finde, werde ich da mal reinhören, weil es nicht das erste Mal ist, dass diese Empfehlung kommt. Also insofern, Markus, einiges, vielen, vielen Dank. Einiges an Folgen. Der läuft bei der BBC live. Ja. Ja, gut, Peter Crouch ist ein geiler Typ halt. Ne? Also ohne Scheiß. Peter Crouch ist halt mega cool, weil du kannst dir dann anhören und du merkst halt, okay, der ist ein netter Typ, ein smarter Typ. Also das Der wusste schon, wie er auch klarkommt, selbst wenn er kein Profifußballer wird. Ja, das definitiv. Auch so Empfehlungen sind für mich immer gefährlich. Ich habe doch eh schon so viele Podcasts in meiner Liste. Leute, das könnt ihr doch nicht machen mit mir. Ja, sehr gut. Dennis, was hast du? Ich muss sagen, ich habe die Woche tatsächlich nichts.
Du hast nichts, was ich euch empfehlen kann. Gut, dann habe ich hier noch ein paar Dinge auf der Liste stehen. Zum einen die aktuelle Folge des Rasenfunk, die sich weniger mit einem aktuellen Spieltag beschäftigt, einfach aus Ermangelung an Spieltagen, wo aber Thomas Broich und Jerome Polenz zu Gast sind. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, die ja ab der neuen Saison bei der Eintracht als U15-Trainer anheuern. Und sie sprechen da so ein bisschen über ihren Werdegang, die Zeit in Australien, was sie im Fußball geprägt hat, wie sie dieses Trainergeschäft angehen wollen. Und ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin zumindest bis zu den Hörerfragen mit der Folge schon durch und ich fand sie sehr, sehr angenehm zu hören. Also wer da noch ein bisschen mehr über die künftigen U15-Trainer der Eintracht erfahren will, hat da, glaube ich, einen ganz guten Ansatzpunkt gefunden. Mega gut, werde ich mir auf jeden Fall anhören. Yes. Dann, wenn ihr die Prime-Doku geschaut und sämtliche Peter Crouch-Podcast-Folgen nachgehört habt, dann habe ich durch Zufall festgestellt, dass die Serie Community jetzt endlich mit 6 Staffeln auf Netflix verfügbar ist. Ich weiß nicht, kennt ihr die Serie? Ja, also vom Namen her schon. Ich habe es noch nie gesehen, aber ja. Genau, also ist so klassischer College-Humor. Angestellter muss einen College-Abschluss nachholen, weil er ansonsten irgendwie gefeuert wird und hat eigentlich überhaupt keinen Bock da drauf und kommt dann quasi auf dieses Community-College und unter anderem spielt ein gealterter Chevy Chase damit. Und ich fand Chevy Chase schon früher einfach einen sehr großartigen Schauspieler und er hat die perfekte Rolle dafür einfach bekommen. Ich habe lange diese Serie nirgendwo auf diesen ganzen Plattformen gefunden und jetzt ist sie tatsächlich da im Abo drin. Also wer auf solche Comedian-Geschichten irgendwie steht, der hat da, glaube ich, einen ganz guten Anlaufpunkt gefunden. Sehr gut, ja. Und ansonsten habe ich auch noch was für die Mobiltelefon-Gamer von euch. Ich bin gerade wieder so ein bisschen Wrestling angefixt. Ich habe tatsächlich am Wochenende auch WrestleMania, nicht live, aber zumindest nachgeguckt. Und ich spiele seit ein paar Jahren dieses Spiel WWE Champions, was es sowohl für Android als auch für iOS gibt. Und es hat jetzt ein seit langem mal wieder großes Update bekommen. Und wie sich das so richtig gehört, müssen Spiele heutzutage so einen Battle Pass oder sowas in der Art haben. Das gibt es da jetzt auch. Und wer mal irgendwie so ein bisschen so ein Wrestling-Spiel auf so einem Mobiltelefon braucht, wo man jetzt nicht wirklich wresteln muss, sondern so ganz klassisch irgendwie sag schon, hier so Steinchen zusammenschieben, dass die sich auflösen und dann machen die Spieler Moves. Ist eine lustige Kombination und ich finde es gerade irgendwie sehr entspannend, wenn man mal so 5 Minuten Zeit hat. Okay, klingt gut. Muss ich erst mal gucken. Sehr gut. Ja, warum nicht? Ja, und Dennis ist, glaube ich, noch was eingefallen. Der hat nämlich zumindest hier noch was gerade eben in unser Dokument geschrieben. Ja, genau. Und zwar es ist ein Verlag. Ich weiß jetzt gar nicht. Also zumindest vertreiben die diese ganzen E-Paper und so weiter von bekannten Magazinen. Gruner und Ja. Gruner und Ja ist ein Verlagskonstrukt, ja. Und zum unter anderem die Geo Capital, wen es halt interessiert, müssten wir einfach mal schauen. Es sind, glaube ich, 40 Magazine, die momentan jetzt kostenfrei und auch unverbindlich, also du meldest dich, hast kein Abo, es endet alles automatisch am 30. April wieder. Heißt, man kann hier eigentlich 40 Magazine, E-Paper, Apps und Plus-Inhalte kostenlos testen. Einfach auch so eine Aktion zu Hause, sich ein bisschen beschäftigen, wenn den Leuten zu langweilig ist. Chefkoch ist dabei, Eltern, das Magazin. Also, wie gesagt, vielleicht für den einen oder anderen was dabei, vielleicht habt ihr Langeweile und euch nervt es, dass auf den normalen Seiten dann oft Plus-Inhalte eben ausgenommen sind oder hinter einer Paywall, die könnt ihr jetzt zumindest bis 30. April bei 40 Magazinen ja sozusagen umgehen und eigentlich eine ganz nette Aktion, finde ich nicht schlecht, wer eben drauf steht, noch so diese Magazine sich mal anzuschauen, wo manchmal tatsächlich Berichte etwas ausführlicher drin sind, ja. Gerade auch in der Geo, das ist eigentlich ja nicht so schlecht. Und der beste Fußballbezug für das ganze Thema ist, wisst ihr, welches Magazin dort unter diesen 40 auch mit enthalten ist? Die 11 Freunde. Ah ja, sehr geil. Siehst du mal. Genau, also wer die aktuelle Ausgabe der 11 Freunde als E-Paper die er nicht eh schon als Abo hat. Lesen möchte, genau. Ja, aber vielleicht ist das ja jetzt auch so ein Thema, womit man sagt von wegen, oh, ich habe schon immer mal eine Gelegenheit gesucht, mal so eine komplette Ausgabe mir mal anzuschauen mit dem Gedanken gespielt hat. Also so gesagt, logisch, cool. Ja,
vielleicht. Wir haben ja sowieso vielleicht momentan ein bisschen Zeit, einfach mal ein bisschen sich andere Dinge mal wieder anzulesen. Ich habe mir dementsprechend jetzt letztens mal ein New Yorker-Abo geholt. Also New Yorker ist ja so ein Magazin. Ja. Und für 12 Wochen zahlst du halt insgesamt $6. Das ist halt nix, ne? Allein wenn du so 3 Geschichten da drin hast, die dir irgendwie gut gefallen. Das ist mega sein Geld wert. Ja. Das ist ein absolutes Hochglanzding, was natürlich einen ganz guten Blick so mal bringt, was außerhalb Deutschland so passiert, hauptsächlich natürlich USA. Und das gerade natürlich mit der Pandemie, die jetzt auch dort halt wütet, ist es mal ein ganz interessanter Punkt, ne? Ja, das stimmt. Nee, sehr gut, sehr gut. Genau, dann packen wir das in die Shownotes und dann könnt ihr da mal ein bisschen durchklicken. Großartig. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Nee, ich bin empfehlungslos jetzt. Gut, dann sind wir empfehlungslos und machen hier die Sendung für diese Woche zu. Auch wenn wir wenig aktiven Fußball zum Besprechen hatten, haben wir doch, glaube ich, wieder einen ganz guten Überblick über die aktuelle Landschaft bekommen und vielleicht auch ein paar Themen angesprochen, die den einen oder anderen da draußen so ein bisschen, zumindest mal für die knappen 1,5 Stunden hier mal auf andere Gedanken bringen. Ich möchte an der Stelle nochmal Danke sagen für all die Menschen, die auch in der jetzigen, vielleicht nicht immer ganz so einfachen Zeit uns trotzdem weiterhin hier mit Kommentaren, mit Feedback, mit Empfehlungen oder auch finanziell unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist nicht selbstverständlich und deswegen gilt der Dank doppelt so viel wie sonst. Wir wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Osterwochenende, auch wenn das für viele wahrscheinlich ohne Familien irgendwie stattfinden wird. Aber versucht die Zeit zu genießen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, alleine rauszugehen, dann nutzt es. Es soll tolles Wetter sein. Habt eine schöne Zeit. Und wir melden uns dann in der nächsten Woche in halbwegs gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Hashtag Deutschland-Konferenz. Macht's gut. Ciao. Tschüss.